Radio Okitoki, Radio Okitoki, von Mensch zu Mensch. Und einen wunderschönen guten Abend hier auf Okitok 20 Uhr, heute am 3. Juni 2019. Herzlich willkommen im interaktiven Redesprachportal von Okitok. Ja, Rico Albrecht ist heute bei uns und Rico Albrecht ist von der Wissensmanufaktur und hat ein tolles Thema mitgebracht, was, denke ich, ein sehr wichtiges ist, das wir erkennen dürfen, raus aus dem Hamsterrad. Manche Menschen wissen, was das Hamsterrad ist, aber es gibt immer noch Menschen, die sind so in ihrem Arbeitstrott, so sage ich mal drin, die wissen das alles auch noch gar nicht. Hamsterrad, ich selber habe schon viele Menschen gefragt, wisst ihr überhaupt, was ein Hamsterrad ist? Ja, nicht nur, dass der Hamster in dem Rad nur am Drehen ist und am Rennen ist, aber das ist auch mit unserem Leben, so denke ich. Ja, Rico Albrecht werde ich gleich begrüßen. Jetzt sage ich nochmal einen guten Abend, liebe Zuhörer auf Okitok. Und genau mit diesem Wort Zuhörer möchten wir auch gleich starten mit dem Rico, weil es wird immer wieder gesagt, hallo, guten Abend, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Da geht's um ein Wortspiel auch. Ich gehe jetzt erstmal auf den Sendetext vom Rico Albrecht ein und da heißt es ja, raus aus dem Hamsterrad. Wer weniger als eine halbe bis eine Million Euro hat, läuft sein Leben lang im Hamsterrad. Der Steuern und Zinsen. Der Versuch zu entkommen macht in der Regel vor allem die Reichen, die ohnehin schon am meisten haben. Warum ist das so in unserer Gesellschaftsordnung? Warum spielen Medien und Politik bei der großen Ausplünderung aller Völker mit? Und welche friedliche Auswege sind tatsächlich aussichtsreich? Rico Albrecht beschäftigt sich seit vielen Jahren mit diesen Fragen. Er ist Autor der Hörbücher Steuerbockott und gemeinsam mit Andreas Popp von Plan B. Er ist seit 2010 wissenschaftlicher Leiter der Wissensmanufaktur, Institut für Wirtschaftsforschung und Gesellschaftspolitik, wo er sich als Systemanalytiker, Autor und Referent schwerpunktmäßig den Themen Geldsystem, Staat und Steuern widmet. Und ihr dürft heute anrufen. Das heißt, Telefon, das österreichische Festnetztelefon ist freigeschaltet mit der Landesvorwahl 0043. 720518819 und die 7. Der Außenchat ist auch geöffnet und dort werden wir natürlich eure Anregungen, Fragen zu Rico Albrecht in die Sendung gerne weiterleiten. Ja, und jetzt sage ich mal einen wunderschönen guten Abend. Rico Albrecht, schön, dass du uns heute 2 Stunden Zeit mit ins Gepäck uns widmest für unsere Zuhörer. Und da sind wir schon beim Thema Begrüßung, Wortspielerei. Guten Abend, Rico. Ja, hallo, guten Abend und hallo, liebe Zuhörer. Und wenn ich alle Zuhörer begrüße, dann meine ich auch alle und nicht nur die Zuhörerinnen und Zuhörer, denn das wäre eine ganz andere Ebene. Da spricht man dann über die biologischen Geschlechter und das schließt ja nicht mal alles mit ein, wenn ich dann nur Zuhörerinnen und Zuhörer begrüße. Deswegen begrüße ich einfach immer alle Zuhörer. Das ist das grammatische Geschlecht, was nicht zu verwechseln ist mit dem biologischen Geschlecht und das umfasst einfach alle. Und deswegen wäre es jetzt einfach die falsche Ebene, also die biologische Ebene, die sexuelle Ebene, die interessiert mich eigentlich jetzt nicht. Es ist mir eigentlich egal, ob das jetzt Zuhörerinnen oder Zuhörer sind oder ob die jetzt irgendeinem Geschlecht angehören oder nicht, ja, sondern es geht einfach darum, dass wir die biologischen Geschlechter, das ist eine ganz andere Kategorie als das grammatikalische Geschlecht. Und ich befasse mich ja gerade mit einem neuen Aufsatz, um das Thema auch mal wirklich auf den Punkt zu bringen, weil ja jetzt inzwischen sogar die Mainstream-Medien anfangen, in ihren Texten eben zu gendern. Völlig überflüssig. Ja, es ist eben nicht sexistisch, wenn man die Zuhörerinnen nicht nochmal extra begrüßt, sondern das Gegenteil ist der Fall. Wenn man auf der sexuellen Ebene spricht, anstatt auf der grammatikalischen, dann ist man sexistisch. Also und deswegen begrüße ich einfach immer alle Zuhörer, unabhängig von ihren Geschlechtern. Wunderbar. Und ich begrüße hier heute Abend auch noch den Roman Reuter. Roman Reuter ist von CryptoTV und wir wollen heute so ein bisschen ins Gespräch mit dem Rico Albrecht eingehen und sagen mal einen guten Abend nach Salzburg, Roman Reuter.
Ja, hallo alle miteinander und auch liebe Mithörer. Ja, wie wir miteinander sprechen, das haben wir ja schon vor 2 Wochen, glaube ich, auch mal ganz toll diskutiert. Es gibt ja wirklich gewisse Begriffe, Berufsbezeichnungen, die sind weit abseits von den Geschlechtern, ja, wie der Beruf des Bauern, ja. Man sagt ja nicht, es gibt den Beruf des Bauern und der Bäuerin. Man sagt einfach profan Bauer und das müsste eigentlich reichen. Da wird in unserer Gesellschaft heute sehr viel über Sexismus in dem Bereich viel Schindluder getrieben. Anstatt wir uns eher unterhalten in der Gesellschaft, wie wir miteinander, untereinander reden, ja, wie zum Beispiel das Wort Zuhörer, ja, das heißt, sich wieder zumachen, mithören, wird mir schon wieder viel besser gefallen in dem Sinn. Aber schön, dass wir dort den Rick Albrecht von der Wissensmanufaktur haben und da einiges ans Tageslicht zu bringen. Hallo, lieber Rico. Ja, hallo. Ja, du hast eigentlich recht, Mithörer ist besser oder Hinhörer, ne? Dann will zu, sonst da werden die Ohren dann schon zugemacht. Das wollen wir ja auch nicht. Nochmal zu dem Thema Gendern, Bäuerinnen und so weiter. Es gibt jetzt in Bayern sogar einen Verband, der nennt sich nicht mehr Lehrerverband, sondern Lehrerinnen und Lehrerverband. Da sieht man also, wie weit es schon gekommen ist mit dieser Gendersprache, die ja uns, wie du auch gerade gesagt hast, also die Sprache, das ist ja das, was wir alle brauchen, wenn wir miteinander kommunizieren. Und wenn man uns da jetzt so eine Unsicherheit hineinstreut und wenn das jetzt sogar schon die Lehrer so machen, dann fehlt uns Energie, die wir eigentlich brauchen, um unsere Probleme zu lösen. Ich denke, es gibt viel wichtigere Probleme, als ob wir jetzt gendern oder nicht. Aber hier läuft ja ein Angriff auf unsere Sprache und den möchte ich eigentlich abwehren. Ich arbeite da gerade an einem Aufsatz zu dem Thema. Der wird demnächst dann auch als Video rauskommen bei uns auf wissensmanufaktur.net, wo ich das dann einfach mal also final abhandeln möchte, das Thema, wo da einfach klar ist, sprachwissenschaftlich ist es einfach falsch zu gendern, es ist überflüssig, es ist sexistisch und es raubt uns die Energie, die wir eigentlich brauchen, um andere Probleme zu lösen. Schon allein, also wenn man jetzt wirklich das mal ernst nehmen würde, weil die Leute, die das immer machen mit dem Gendern, die sind ja oft die gleichen, die jetzt auch sagen, ja, wir müssen das Klima retten, wir dürfen nicht so viel CO2 ausstoßen und so weiter. Also wenn man das jetzt mal ernst nehmen würde, ja, dann, und wenn man wirklich alles mal durchgendern würde, alle Bücher würden 10% dicker werden, wenn man überall schreiben würde, Bürgerinnen und Bürger, Schülerinnen und Schüler oder Studierende statt Studenten oder Bäuerinnen und Bauern und so weiter. Man müsste praktisch alle durch Wortbildung entstandenen Wörter, die mit ER enden, gendern. Und da würden unsere Bücher und unsere Datenübertragungsvolumina alle 10% größer mit entsprechend, also wenn das jetzt, ja, mit der CO2-Theorie, wenn man es jetzt wirklich mal ernst nehmen würde, dann müsste man eigentlich das Gendern sofort einstellen, weil es eben auch noch ineffizient ist und unsere Sprache unnötig aufbläht. Aber Rico, weißt du, das ist doch Wirtschaftswachstum, ne? Da müssen wir mehr Papier haben und so weiter. Ein bisschen am Scherz am Rande. Genau, passt da wieder wunderbar mit rein, ja. Ja, Rico, du hast ein tolles Thema heute Abend hier mitgebracht, raus aus dem Hamsterrad. Und da ist mir als erstes eingefallen, naja, wir haben ja heute eigentlich die Automatisierung und Automatisierung heißt ja auch, dass immer mehr Menschen in Zukunft weniger arbeiten würden. Jedoch ist es in Österreich momentan so, dass man sogar einen 12-Stunden-Tag rausgepackt hat. Und ich kann das gar nicht mehr nachvollziehen, was wir alles so tun, Hamsterrad und statt mehr zu arbeiten, die Lebensqualität höher zu schrauben, weniger zu arbeiten. Ich bin gespannt, was du da uns mitteilen magst. Ja, als erstes muss man mal auch den technologischen Fortschritt da noch mit in die Betrachtung einbeziehen. Es ist ja so, es gibt eine Statistik hier vom Statistischen Bundesamt in Deutschland erstellt, zwischen 1991 und 2001. Da hat man festgestellt, dass die Produktivität je Arbeitsstunde, also das, was hinten rauskommt, wenn einer eine Stunde arbeitet, 35% mehr ist. Ja, also die Produktivität ist um 35% gestiegen in 20 Jahren. Das bedeutet, also wenn man das jetzt mal in anderen Zahlen ausdrückt, man hätte in diesen 20 Jahren die 40-Stunden-Woche auf eine 30-Stunden-Woche reduzieren können, ohne weniger zu produzieren.
Und ist ja auch klar, kann jeder nachvollziehen, es wird immer mehr automatisiert, die Computer übernehmen immer mehr. Ja, wo früher die Leute noch mit der Hacke auf dem Feld standen, da werden heute riesige Flächen mit automatischen Geräten da bearbeitet und irgendeiner drückt nur noch ein Knöpfchen. Klar kann man sagen, die werden natürlich auch irgendwo gebaut und so weiter, aber trotzdem unterm Strich, und das ist eben diese entscheidende Zahl, 35% in 20 Jahren. Wir haben es aber in der Zeit nicht geschafft, weniger zu arbeiten, sondern was wir zusätzlich produzieren, das wird einfach nur abgeschöpft. Und das ist genau das, ist das Problem. Durch diese Abschöpfung werden die Menschen, die jetzt hier so im Hamsterrad gehalten werden, unten gehalten, damit die eben nicht rauskommen, damit sie es nicht schaffen. Mal ein ganz einfaches Beispiel, stellt euch mal vor, vielleicht ihr hättet eine Putzhilfe, würdet eine Putzhilfe einstellen für euren Haushalt und bezahlt ihr 1000 Euro die Stunde. Und ne, jetzt irgendwann hat die vielleicht auch mal 1000 Stunden gearbeitet und dann sagt sie dann natürlich, ja, okay, jetzt reicht's, ne, jetzt setze ich mich zur Ruhe. Und deswegen kann man natürlich das nicht machen, ne, weil sonst würde ja irgendwann keiner mehr arbeiten. Deswegen versucht man bei den Fleißigen immer so viel wie es geht abzuschöpfen von deren Wertschöpfung, damit sie unten gehalten werden, damit sie durch Arbeit nicht rauskommen aus diesem Hamsterrad. Und deswegen wird die 40-Stunden-Woche beibehalten. Wir haben enorme Steuerbelastungen. Immer mehr wird umverteilt, auch über das Geld- und Zinssystem von fleißig nach reich, um die Wertschöpfenden unten zu halten. Und damit es eben auch gelingt, wird der Wert abgeschöpft, ne, von den Wertabschöpfenden. Das sind dann die über der kritischen Kapitalmasse stehen und durch ihre Zinseinnahmen, Mieteinnahmen und so weiter ein gutes Leben haben, exponentiell immer reicher werden, während die anderen immer unten bleiben, im Hamsterrad weiterlaufen und es nicht merken. Deswegen auch die 40 Stunden, ist auch eine wichtige Zahl, das darf auch nicht verändert werden, ja, weil dann hätten die Leute nämlich Zeit zum Nachdenken. Und das kann ich eigentlich also auch mal jedem empfehlen, der es irgendwie sich leisten kann, aber die meisten können es wahrscheinlich nicht, weil oft ist es einfach so, dass es schon so austariert ist, dass die Menschen dann am Ende vom Monat einfach auch kein Geld mehr haben und nicht einfach mal ein Sabbatical Year, also ein Jahr mal frei machen können, ne? So wie die Klima-Greta jetzt ja macht. Die macht ja auch so ein Sabbatical, die macht ja auch ein Jahr frei. Das kann sich jetzt aber der normale Arbeiter halt meistens nicht leisten, weil die Reserven dafür nicht reichen. Aber wer die Reserven hat, dem würde ich es einfach mal empfehlen, um einen Überblick zu bekommen, mal so eine Auszeit zu nehmen, mal eine ganze Weile lang eben nicht zu arbeiten, aufs Einkommen zu verzichten, sich mal einen Überblick verschaffen und mal überlegen, wie man da rauskommt aus diesem Hamsterrad. Denn am Ende vom Leben hat man dann irgendwann mal nur gearbeitet und die viel wichtigeren Dinge, wegen denen wir vielleicht hier sind auf der Welt, dann halt leider verpasst. Wir werden ja ziemlich hinters Licht geführt mit den vielen Arbeitsstunden, was man leisten muss. Ja. Man rechne mal die Arbeitslosen, was wir alle haben, sind auch mehr als genug. Da würden wir, wenn wir uns die Arbeit mit denen Menschen teilen dürften, ja, ich betone ja dürfen, unter 30 Stunden die Woche kommen, weit unter 30 Stunden. Ja. Und gepaart dann mit einem bedingungslosen Grundbedürfnis, sprich ist das gar nicht einmal von einem Einkommen bedingungslosen, sondern bedingungslosen Grundbedürfnissen, müsste man uns dann auch gar nicht mehr zahlen, ja. Und vor allem, es ist also so, rechnerisch, so geht es ja viel mehr auf, wenn man Grundbedürfnisse bedingungslos erschafft, weil es ja auch viele Sozialhilfeempfänger heute schon gibt und sich dadurch nichts ändern würde, oder? Das habt ihr doch auch sicherlich schon längst errechnet in der Wissensmanufaktur. Darf ich ganz kurz? Was ich noch erwähnen wollte, weil die 12-Stunden-Woche Dienst in Österreich, wenn das dann über Mitternacht läuft, dann fallen sogar diese Nachtdienstzulagen weg. Wir haben einen Anrufer in der Leitung schon jetzt ganz früh. Erstmal kurze Frage, wie dürfen wir dich nennen? Wir sind gerade im Einstieg, vielleicht noch ein bisschen später anrufen. Mal kurze Frage, wie dürfen wir dich denn nennen? Ich bin der Toschi aus Niedersachsen. Ja. Wolltest du direkt eine Frage hier hinterlassen oder lieber nochmal so eine halbe Stunde anrufen?
Ich kann ja ganz kurz Frage oder was sagen, es ist eine Mischung. Die Wissensmanufaktur und der RICO ist natürlich bekannt dafür, genau auf Worte zu achten. Und was mir jetzt schon aufgefallen ist, es wurde gesagt, dass ja, wenn man so in Österreich redet oder so, dass wahnsinnig viel Arbeit anliegt, dies und das. Aber wir definieren ja gar nicht, was Arbeit ist. Es wird ja, ich definiere immer erstmal den Unterschied zwischen Arbeit, Beschäftigung und Einkommen. Die meisten Dinge, die wir tun, sind ja gar keine echten Arbeiten, die produktiv sind, sondern wir beschäftigen uns wirklich mit absolut sinnlosen Dingen oder die zerstören. Einwurf, geplante Obsoleszenz, wo wir also Dinge produzieren, um die Dinge, die wir vorher kaputt produziert haben, wieder reparieren oder ersetzen. Und dementsprechend müsste man auch da mal drauf eingehen, ist das Arbeit oder was ist Arbeit? Würde all das wegfallen, was wir an kaputten Dingen herstellen und die Fahrten und so weiter, würde schon so viel Freizeit geben. Also ich habe das mal überschlagen, da bräuchten wir über diese ganzen anderen Dinge manchmal gar nicht mehr reden. Das ist ja ein riesiger Wahnsinn, was da anfällt. Ja, das ist, wie gesagt, so geplante Obsoleszenz und Beschäftigung, Arbeit, Definition, was ist überhaupt Arbeit? Und Dann vielleicht kann Herr Albrecht da ja mal drauf eingehen. Dankeschön. danke Ihnen für den Anruf und ja, an den Boxen bleiben und hinhören. Danke. Auf jeden Fall. Ciao. Ja, gerne. Also, das sehen wir ja auch so. Wir haben da auch den Begriff unnötige Arbeit für diese ganzen anderen Arbeiten. Also, da hast du ja auch gerade schon ein Beispiel genannt dafür. Und da haben wir auch eine ganze Menge andere Beispiele und vieles überschlägt sich dann auch noch. Das heißt also, es gibt so das typische Beispiel, also man stellt sich mal vor, drei Leute stranden auf einer einsamen Insel. Der eine, der kümmert sich dann um die Nahrungsversorgung, der fängt zum Beispiel Fische, ja, geht immer aufs Meer und fischt. Der zweite, der kümmert sich um die Behausung, dass die alle da schön trocken und sicher leben können. Und der dritte, der macht Marketing für die anderen beiden. Ne? So, also der macht dann also die Werbeanzeigen und so weiter. Und das definieren wir dann als unnötige Arbeit. Und da ist unsere Gesellschaft voll davon, weil genau wie jetzt hier der Anrufer gerade richtig gesagt hat, die Arbeit, ja, die Arbeit wird immer, die muss ja stattfinden, weil unser System, unser Verteilungssystem der Teilhabe an diese Arbeit gekoppelt ist. Das heißt, wenn jetzt, was ist Arbeit? Also zum Beispiel, wenn eine Mutter ihre Kinder erzieht, dann ist das ja auch Arbeit. Und es gibt eben Mütter, die ihr Leben lang damit die Zeit verbringen, eben sich um Kinder zu kümmern oder um die kranken Eltern und dann irgendwann mal mit 60 irgendwo zu einem Amt gehen und gefragt werden, ja, was haben sie denn so gemacht? Und wenn die das dann alles aufzählen, dann heißt dann, ach so, also haben sie also überhaupt nicht gearbeitet. Und genau das ist der Punkt. Also Arbeit wird halt in unserem Wirtschaftssystem als das definiert, was hier auch bezahlt wird mit Euros. Und damit die Wirtschaft läuft, weil wir brauchen ja eigentlich diese ganzen Arbeiten nicht, wird immer mehr unnötige Arbeit erfunden. Die Menschen fangen an, auch sich gegenseitig zu manipulieren, so wie der eine, der mit dem Marketing auf der Insel. Hätte er einfach den anderen beiden geholfen, hätten alle weniger Arbeit gehabt. Aber das funktioniert in unserem Wirtschaftssystem leider nicht, weil hier die Teilhabe an dem, was wir alle gemeinsam erwirtschaften, an den Faktor Arbeit gekoppelt ist. Immer noch, trotz all dieser technologischen Fortschritte. Und das ist unser Hauptproblem, was wir lösen müssen, was wir auch aus ganz anderen Gründen noch lösen müssen, weil der Ressourcenverbrauch dadurch immer weiter in die Höhe geht und unsere Welt ja irgendwann in diesem System am Abgrund steht, weil die Ressourcen, ja, also ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie das mit dem Klimawandel ist, also sagen wir mal so, das ist ja jetzt in aller Munde, bin mir nicht so sicher, ob das alles wissenschaftlich so da mit rechten Dingen zugeht. Es gab ja auch dieses Climate Gate, ja, wo auch viele von Fälschungen da schon die Rede war. Aber nehmen wir mal an, es wäre so. Dann müssten wir doch jetzt wirklich mal anfangen, diese ganze unnötige Arbeit zu reduzieren. Dann müssten doch jetzt eigentlich in den Parlamenten die ganzen Politiker mal über alternative Wirtschaftssysteme nachdenken und anfangen, die zu fordern und einzuführen. Aber gleichzeitig, während sie auf der einen Seite sagen, ja, wir müssen das Klima retten,
Ja, das jetzige Klima ist das Beste, das es immer gab. Es muss immer so bleiben. Und deswegen setzen wir jetzt hier wieder alle Hebel in Bewegung und arbeiten wieder noch mehr, um eben jetzt das Klima auf diesem Stand hier einzufrieren. Also, ja, im übertragenen Sinne jetzt. Ja. Und so geht es jetzt immer weiter im Hamsterrad. Es wird immer mehr gearbeitet. Und die Grundsatzfrage wird einfach nicht gestellt. Und wir laufen so in diesem Hamsterrad, auch als Gesellschaft laufen wir in diesem Hamsterrad, nicht nur individuell. Und das beschleunigt immer mehr und wir müssen immer mehr arbeiten, immer mehr erwirtschaften, bis es crasht, wenn wir diese grundsätzliche Frage nicht beantworten und lösen. Und dafür haben wir Vorschläge. Also kommen wir vielleicht nachher noch drauf, aber ich denke, wir können auch gerne erstmal noch auf die Fragen eingehen. Ja, ich habe da was gepostet aus dem Außenchat. Vielleicht magst du es überfliegen. Ja, für mich habe ich auch schon meine Erfahrung gemacht. Ich habe eine Übertragung gehabt aus einer Nationalratssitzung von allen Parteien. Und dort habe ich auch die Frage gestellt, was Arbeit ist. Das dürfte man doch mal definieren. Alle Parteien, bis auf die Kommunisten, sind diesem Thema aus dem Weg gegangen. Die Frage wurde nur von den Kommunisten beantwortet und ansonsten nichts. Wir leben in Teile und Herrsche, so sage ich, statt Herrsche und Teile, Herrsche über dich und teile, was du hast. Wir leben in einer Demokratie, so heißt es, parlamentarische. Ich empfinde das momentan nicht mehr so. Meine Frage an dich, Rico, ist: Was ist überhaupt die Rolle des Geldsystems? Weil wir sind ja im Endeffekt in einem Abhängigkeitsgeldsystem von Zinseszins und Zinseszins und sind dadurch ja gefügsam. Sprich, wir müssen im Hamsterrad laufen, weil wir ja uns finanzieren nicht wollen. Wir leben ja schon für die Arbeit. Da ist irgendwas verschoben. Und ja, das sind so meine Gedanken dazu. Ja, unser Finanzsystem zwingt die meisten Menschen in eine Schuldenfalle. Und die meisten sind sich dessen noch nicht mal bewusst, dass sie den Hauptteil ihrer Arbeit wirklich für Zinsen arbeiten. Und in unseren Lebenshaltungskosten stecken da so viele Zinsen drin, die dann natürlich wieder an die fließen, die das Geld schöpfen. Ja, also das Geld wird ja von Banken geschöpft, und nicht von Staaten. Das ist ja auch immer noch mal was, was vielen Leuten ja noch neu ist, obwohl wir jetzt schon seit 10 Jahren darüber Vorträge machen. Ich glaube, inzwischen ist es allgemein bekannt. Also das Geld wird ja dadurch in Umlauf gebracht, dass sich irgendjemand verschuldet. Und würde man alle Schulden zurückbezahlen, dann gäbe es kein Geld mehr. Und dann haben wir das Problem mit den Zinsen, die da nicht mit dabei sind und die immer wieder dazu zwingen, dass sich die Menschen und die Staaten und auch die Unternehmen neu verschulden. Und also ein einfaches Beispiel ist, wenn sich jemand ein Haus kauft, sagen wir mal für 250.000 Euro, und das Geld eben nicht hat, sondern Kredit nimmt, ist ja in den meisten Fällen so, dann bucht die Bank auf der einen Seite ihrer Bilanz diese 250.000 Euro dem Kreditnehmer aufs Konto und auf der anderen Seite der Bilanz bucht sie dieses Haus als Gegenwert ein. Für die Bank ist das ein Nullsummenspiel, aber die verdient dann später eben an den Zinsen. Aber diese 250.000 Euro, die hat es vorher nicht gegeben. Die gibt es dadurch, dass sich irgendeiner so ein zu teures Haus gekauft hat, was er sich eigentlich nicht leisten kann auf Kredit. Ja, sonst hätte er es ja vielleicht gleich bezahlt, gäbe es das Problem nicht. Und dann ist man in dieser Falle. Und das Problem ist, worauf ich jetzt heute auch gerne nochmal eingehen möchte, dass auch Menschen, die das nicht machen, die sich jetzt nicht verschulden, indem sie sich ein Haus kaufen, auch diese Schulden schon haben, indem sie zum Beispiel so ein Haus oder so eine Wohnung nutzen. Also die meisten Menschen zahlen ja Miete und als damals die DDR zu Ende war, damals gab es enorm niedrige Mieten und dann kam eben die Übernahme durch die Bundesrepublik und dann sind die Mieten dort explodiert. Und das hängt eben damit zusammen, wie diese Mieten sich eigentlich zusammensetzen. Also stellt euch mal vor, ihr würdet, das würdet ihr wahrscheinlich nicht machen, also ich sag mal so, als durchschnittlicher Arbeitnehmer, stellt euch mal vor, ihr würdet euch irgendeinen Ferrari kaufen für 250.000 Euro.
Ja, aber ihr habt das Geld nicht, sondern ihr würdet das eben von der Bank als Kredit nehmen, um einfach Ferrari fahren zu können. Da würde halt doch jeder sagen, das ist aber Geldverschwendung. Ne? Dann zahlt man, wenn man das mal so kalkuliert, sagen wir mal so eine Viertelmillion, ja, für so ein günstiges Modell halt, ne? So 250.000 Euro, kauft man sich einen Ferrari und zahlt dafür vielleicht 3% Zinsen pro Jahr. Nur Zinsen, ohne es irgendwie abzubezahlen, das Auto, dann sind das 625 Euro im Monat, die einfach nur es kosten würde, diesen Ferrari zu haben. So sagen wahrscheinlich alle, ja, sehr Blödsinn, mache ich doch nicht. Ich kaufe mir doch nicht einen Ferrari und bezahle da so viel Zinsen dafür, da komme ich ja voll in die Schuldenfalle. Das Gleiche machen aber fast alle, indem sie in einer Wohnung wohnen, die sie ja auch nicht gekauft haben und die auch eigentlich viel zu teuer ist. Ja, nehmen wir mal an, jemand wohnt in einer Wohnung oder in einem Haus, was 250.000 Euro wert ist, dann hat er das gleiche Problem wie der mit dem Ferrari. Das heißt, wir Menschen, wir wohnen eigentlich alle zu teuer und sind dadurch, dass wir in einer Wohnung oder in einem Haus leben, was uns nicht gehört, extrem in dieser Schuldenfalle. Und das Kapital, was wir eigentlich bräuchten, um da rauszukommen, fließt immer wieder ab durch diese Zinsen. Ja, wer also eine Wohnung gemietet hat, für den ist es genauso. Der ist in der gleichen Schuldenfalle wie jemand, der sich jetzt irgendeinen Ferrari oder sowas mietet oder eben kauft auf Kredit und dafür ständig diese Zinsen bezahlt. Und deswegen ist ein Schritt, um da rauszukommen, erstmal zu schauen, ja, warum haben die meisten Menschen kein Wohneigentum hier im deutschsprachigen Raum? Das ist in anderen Ländern anders, da ist der Anteil höher, aber in Deutschland ist er mit am geringsten von ganz Europa. Kaum Wohneigentum. Die meisten wohnen eben irgendwo in Miete und kommen eben dadurch, dass sie ständig diese Zinsen bezahlen müssen, ohne eine Tilgung damit drin zu haben, da auch nicht raus. Und ein Schritt wäre, sich jetzt da auch mal drauf zu besinnen und das überhaupt mal zu vergleichen. Also wie ich gerade gesagt habe mit dem Ferrari-Beispiel und zu sagen, hey, also ich zahle hier so viel Miete für eine Wohnung, warum kaufe ich mir nicht oder baue ich mir nicht irgendein kleines Haus, was ich mir dann aber leisten kann, was ich abbezahlen kann und dann gehört mir das und dann bin ich schon mal ein ganzes Stück draußen aus diesem Hamsterrad der Zinsknechtschaft, wo wir auch eben durch unsere zu teuren Mieten reinkommen. Ja, es ist aber leider so, da legt einem der Staat und die ganze Öffentlichkeit auch wieder Steine in den Weg. Das heißt, man kommt da gar nicht so raus. Wenn man sich so ein Standardhaus heute kauft, dann wird das eben durch diese ganzen Auflagen, die man bekommt, die Bauplätze sind entsprechend teuer, dann hat man Bauvorschriften und da wird eben dafür gesorgt, dass diese Häuser immer in diesen enormen Preislagen sich befinden, sodass sich die meisten Leute das nicht leisten können. Und ein Weg, den ich dafür auch jetzt mal schon gleich als Lösung vorschlagen möchte für alle Leute, es geht ja heute auch um Lösungen, ist, sich ein Tiny House zu kaufen. Ja, das sind also so kleine Häuser, die ja dann aber angemessen sind. Also man lebt nicht, ja, es ist nicht so, dass man sich einen Ferrari kauft, ja, oder nur mietet und dafür ständig bezahlt, sondern man hat dann ein Tiny House. Das ist dann, also ich nenne mal eine Größenordnung, das bekommt man heute schon für 50.000 Euro sowas. Ne? Und dadurch kommt man in eine Preisklasse, die sich jeder, der heute eine Miete bezahlt, leisten kann, sodass er das innerhalb von 10 Jahren abbezahlt, statt ewig Miete zu bezahlen für eine Wohnung. Und dann hat man schon mal diesen einen Schuldenpunkt los und kommt raus aus diesem Hamsterrad. Die Miete fällt dann weg. Ja? Man hat also vielleicht 10 Jahre dann abbezahlt, stattdessen dieses Tiny House, und dann ist man raus aus dieser Mietzinsfalle. Und dann kommt man langsam in diese Bereiche, wo man sich autark machen kann und unabhängig vom System weniger arbeiten muss, seinen Kopf wieder freier bekommt und ganz anders, da wird sich die Gesellschaft komplett verändern, wenn viele Leute das machen, also zum Beispiel auch in Gruppen sich zusammenschließen, mehrere vielleicht sich zu einer Tiny House-Gemeinschaft. Dann teilt man sich vielleicht auch noch was. Ja, braucht ja nicht jeder eine Bohrmaschine, reicht vielleicht eine pro Community, ja, oder Waschmaschinen und so weiter, Geschirrspüler. Ne? Das teilt man sich. Und so wäre das ein Weg, um rauszukommen
aus dieser ewigen Zins- und Falle, wo ja kaum einer drüber nachdenkt. Ne? Das wird so allgemein hingenommen. Es ist eben so, und ja, die Miete kostet halt 600 Euro, 1000 Euro pro Monat. Aber das ist eben nicht normal, dass man dermaßen über seine Verhältnisse lebt durch so eine Wohnung. Das ist das gleiche wie mit dem Ferrari, den ich genannt habe. Also raus aus diesem überteuernden Wohnen, rein in Tiny-Häuser und dann anfangen, unabhängig zu werden. Das hast du schön gesagt. In Österreich gibt es solche Projekte schon mit diesen Tiny-Häusern und auch autarkes Wohnen. Also das kann ich wärmstens empfehlen. Da ist der Herr Distelberger da, hier auch über die GEA. Am Wochenende haben wir das Pfingstsymposium. Da kann man Kontakt auch aufnehmen über gea.at. Einmal das. Rico, was mir aufgefallen ist, ich sehe eigentlich auch einen Vorteil da drin, weil wir haben das Thema noch nicht angesprochen, die Enteignung in Deutschland. Ich sehe es so, für mich, ich bin immer dankbar, dass ich auf Miete wohne, weil ich mich dadurch nicht binde. Und somit kann man mir zumindest meines nicht enteignen. Das ist ja auch ein Thema, was momentan aktuell ist. Ja, das Problem hat mit Immobilien, aber nicht mit Mobilien. Das heißt also, ein Tiny House ist ja so aufgebaut, dass es mobil ist. Und damit kann man dann ja auch mal schnell in ein anderes Land fahren, wenn es sein muss. Also da stimme ich dir natürlich vollkommen zu. Das Problem mit dem Eigentum ist da in der Tat gegeben. Aber das wird dann durch die Mobilität vielleicht umgangen. Ne? Dann heißt das, kann man ja mitnehmen. Wenn es hier mal wirklich zu schwierig werden würde, oder sagen wir mal jetzt auch diese ganze 5G-Thematik, die ja auch noch jetzt aufkommt. Viele Leute machen sich Sorgen, ja, da kommt dann vielleicht so ein Sendemast direkt neben das teuer finanzierte Eigenheim. Ja, kaum hat man es gebaut, steht da eine Antenne davor, die Leute kriegen Kopfschmerzen. Ob das nun wirklich von der Strahlung kommt oder einfach, weil man ständig da hinschaut und Angst hat, das kann ich jetzt auch noch nicht endgültig beurteilen, aber das Problem mit den Immobilien löst man einfach auch durch ein Tiny House und also, ja, unter anderem. Ich habe da vielleicht auch noch so einen Beweggrund, weil das mit den Tiny Häuser ist ja toll, ist eine sehr schöne Idee, aber das funktioniert ja nicht für alle Menschen in, sagen wir mal, wenn wir nur profan von Österreich sprechen, auch weltweit gesehen. Das Problem hat ja, wie der Klaus das Zauberwort Enteignung gesagt hat, erwähnt hatte, das ist ja unter den meisten bekannt, Privatisierung. Ja? Also die Beraubung der Menschen um ihre Eigenständigkeit, Beraubung der Menschen über die Selbstständigkeit. Beraubung hat ja auch da angefangen wie in Salzburg. Ich wohne in Salzburg, da hat dort die Stadt Salzburg diese Wohnungen gehört. Und wenn man sagt, Stadt Salzburg hat die Wohnungen gehört, spricht man von Volk, von den Menschen, ja. Und wie dann die Privatisierung angefangen hat, sind jetzt die ganzen Wohnungen um das Doppelte, wenn nicht sogar manchmal um das Dreifache teurer geworden, ja. Wir müssen doch irgendwo mal darauf ansetzen, wieder unser Volkseigentum zurückzufordern, weil das mit den Tiny Häusern, so schön die Lösung ist, eben nicht bei jedem funktionieren kann. Volkseigentum hat ja schon angefangen, auch in den 90ern, an späten 80er Jahren, wo man uns den Neid auf die Beamten geschürt hat, ja. Man konnte schon ein profaner Beamter sein, wenn man bei der Post gearbeitet hat, ein normaler Briefträger war. Das heißt, man hat noch für Österreich gearbeitet. Jetzt mittlerweile ist ja die Post und alles, ja, auch schon in einer halb privatisierter Hand und man sieht ja, wie die Qualität dort darunter leidet. DHL ist im Vormarsch und die ganzen Sachen. Was können wir da tun, dass alle Menschen wieder das Recht zu ihrer Eigenständigkeit zurückbekommen? Also, dass wieder alles zum Volkseigentum zurückkommt. Weil Tiny House, ja, es ist zwar mobil, aber wir brauchen auch noch Häuser, die ein bisschen in die Höhe wachsen. Ich will nicht sagen, dass wir überbevölkert sind, das ist auch eine große Lüge. Aber wenn man sich geballt in Städten aufhält, muss es da auch noch eine Lösung her, dass wir die Privatisierung wieder auflösen. Wie geht das? Ja,
Das ist natürlich jetzt eine Frage, die uns, die vielleicht dann gar nicht mehr zu interessieren braucht, wenn wir uns einfach unsere eigene Sphäre schaffen. Also nehmen wir mal an, es gibt überall in jedem Landkreis dann so eine Community mit Tiny-Häusern, die sich dort einfach ihre eigenen Sachen aufbauen. Dann steigen die ja immer weiter aus dem anderen System, aus dem, ja, also die leere Hülle ist ja was, worüber ich schon lange spreche. Ich habe ja schon 2009 das Hörbuch, also das Buch, was dann 2011 als Hörbuch rauskam, Steuerboykott, veröffentlicht, wo es ja auch nicht darum geht, sich jetzt mit den Institutionen, mit diesen, auch mit dem Gewaltmonopol anzulegen, sondern den Steuerboykott so zu machen, dass es eben nichts mehr zu besteuern gibt. Wenn jetzt also wir so eine Art Parallelgesellschaft aufbauen, in der wir mit Tauschhandel arbeiten, in der jeder einfach sein Tiny House hat, wo man gemeinschaftlich dann die Landwirtschaft macht, wo ein paar Leute vielleicht schon noch arbeiten, weil man braucht ja auch noch Devisen sozusagen, ne? Aber das eben effizient miteinander teilt, so dass der Bedarf an dem an der Teilnahme am alten System immer kleiner wird, dann stellen sich diese Fragen irgendwann nicht mehr, weil das Problem ist einfach, dass das Gewaltmonopol ist halt da und wir können halt immer nur versuchen, dem auszuweichen, aber ja, so sich mit ihm anzulegen und irgendwas zu fordern, das bringt nichts, weil unser Staatswesen insgesamt darauf ausgelegt ist, die kleinen Menschen klein zu halten. Die tun alles dafür, dass man unten bleibt, so wie ich gerade am Anfang schon gesagt habe, mit dem Beispiel der Putzhilfe für 1000 Euro, ja, der dann irgendwann mal dann eben nicht mehr kommt, weil sie ausgesorgt hat. Und da hilft nur aussteigen, denn der Staat, der ist ja nicht von uns Menschen für uns Menschen geschafft. Das ist ja sowieso nicht unsers. Der Staat gehört den Konzernen. Das sieht man schon allein daran, was in der Politik überhaupt besprochen wird. Da geht es nur um Wirtschaft, um Verteilung, um Kriege und solche Sachen. Es geht zum Beispiel überhaupt nicht darum, dass es den Menschen gut geht. Also ich sage mal zum Beispiel das Thema Beziehungen, Liebe. Ja, was spielt das denn für eine Rolle? Wann wurde darüber zuletzt im Bundestag debattiert, wie man eine Gesellschaft so aufbauen kann, dass sie nicht dem Wachstum des Kapitals dient, sondern dass einfach wieder Liebe, mehr Liebe not erfordert, nicht, ich meine, mehr Liebe ermöglicht wird. Ja, das ist ja, hängt ja auch damit zusammen, wie unsere Gesellschaft insgesamt strukturiert ist. Wir sind darauf ausgelegt und wir werden darauf abgerichtet, einfach immer nur als Wirtschaftselemente zu funktionieren. Im gesamten Bundestag, und ich denke, in Österreich ist es auch nicht anders, ich kann mich nicht an irgendeine Debatte über das Thema Beziehungsqualität erinnern. So nach dem Motto, ja, was können wir tun, damit die Menschen wieder glücklicher werden, damit die Beziehungen wieder funktionieren, damit nicht die zweite Ehe geschieden wird, damit wieder mehr Glück, allgemeines Glück. Es gibt ja auch Länder, wo das im Vordergrund steht, aber bei uns ist es eben nicht so. Wir sind darauf ausgelegt, unser Wirtschaftssystem ist darauf ausgelegt, uns einfach nur gut ausplündern zu können. Und da hilft auch es nicht, es sich irgendwie mit den Mächtigen anzulegen. Die haben die Medien in der Hand, die steuern über ihre Manipulationen die Wahlausgänge. Das hat man jetzt auch wieder gemerkt. Das ist alles ganz klar. Jetzt hat mal irgend so ein YouTuber hier das Establishment ein bisschen aufgeschreckt, weil alle dachten, der steuert jetzt Millionen von grünen Wählern. Das sieht man natürlich, worauf das ausgelegt ist. Es geht nur um Macht, um Geld, um darum, dass der Staat dazu dient, die Kapitalkonzentrationen zu erhalten und noch größer zu machen. Und ich habe auch noch keinen Ausweg gefunden innerhalb des Systems, denn es ist halt so, wenn jemand das ändern will, auf den normalen politischen Weg, also als Partei, dann braucht er ja die Gunst der Massenmedien, die aber genau das nicht wollen. Und das führt ja zu dieser Vermainstreamung aller Parteien. Das heißt, es sind diametrale Ziele,
etwas zu verbessern für diese Welt bedeutet, man bekommt nicht die Unterstützung der Konzerne und ihrer Massenmedien und dann kommt man in der Politik nicht nach oben. Wenn man nach oben kommen will, muss man also seine Ideale abwerfen, so wie es die Grünen sehr erfolgreich gemacht haben. Im Gegensatz zur ÖDP, also der Unterschied zwischen Grüne und ÖDP ist ja, dass die ÖDP, also die Ökologische Demokratische Partei Deutschlands, das wären ja eigentlich die Grünen, die haben nämlich tatsächlich noch diesen ganzen Umweltschutz in ihrem Programm, aber die werden komplett verschwiegen in den Massenmedien. Während die Grünen, die sich angepasst haben an die Ziele des Kapitals, umworben werden. Da wird Marketing gemacht, da werden solche YouTuber aufgebaut, die dann dafür sorgen, dass wieder Millionen Kinder oder die jetzt also neu gerade erwachsen geworden sind, dann eben die Grünen wählen, weil sie denken, ja, die sind für Umwelt, aber wenn man da mal genauer reinschaut, sind sie eben nicht. Ja, die sind auch für Krieg und nicht für Frieden. Ja, die sind für die NATO, die sind auch für dieses Finanzsystem, für dieses Wirtschaftssystem, für das Wirtschaftswachstum, sind auch nicht für Umweltschutz, aber sie heißen eben die Grünen und werden deswegen immer wieder gewählt. Ja, Gerald Hüther hat gesagt, ADHS würde es nicht geben. Und die Tage kommt mir was hoch, auch vom Gerald Hüther. Wir leiden alle an den EDAS, an der Empathie. Und wenn das im Vordergrund, im Fokus stehen würde in der Gesellschaft, dann würde die Welt auch von heute auf morgen anders ausschauen. Das sind mal kurz noch Worte, die ich mit reinbringen möchte. Roman, hast du ein paar Worte? Ja, ich stimme dir, Rico, schon zu, dass in erster Linie wir wieder selbst dies alles zu unserer Selbstermächtigung machen müssen, wie mit dem Beispiel der Tiny Häuser und so. Aber ich denke schon auch, dass es zugleich ebenfalls wichtig ist, noch im System Verbesserungen vorantreiben zu wollen. Denn die Gegenseite schläft auch nicht. Wenn ich so, gehen wir wieder zurück auf das Tiny House. Die Gegenseite, die würde sich auch Gegenmaßnahmen einfallen lassen, dass ich dann vielleicht mein Tiny House nicht mehr warten kann, ja, weil alles ist verfällt irgendwann, nichts hält ewig, weil für mich ist ja ein nachhaltiger Wohnbereich erst dann nachhaltig, wenn ich ihn auch meinen Kindern und die ihren Kindern wieder weiter vererben können, indem sie es leicht wieder reparieren können, dieses Haus. Und sobald die aber die Gegenseite sich da was einfallen lassen kann, dass es mir dann auch nicht mehr ermöglicht wird oder gewisse Steuern dann erfunden werden, die was denn mit dem Tiny House zusammengreifen, habe ich dann wieder verloren am Ende. Wir müssen, denke ich, schon irgendwo eine Lösung finden, zusätzlich zur Autarkie, dass wir Privatisierungen und solche Sachen beenden können, ja. Denn es ist schön Färberei, denke ich, man sieht ja auch, wie zum Beispiel der Peter Fitzek angegriffen wird. Natürlich ist er jetzt wieder frei, aber trotzdem haben sie ihm alles gepfändet. Da sind Maschinen von Tischlereien gepfändet worden und nöcher in Werten von unvorstellbaren Beträgen. Also das ist so ein Beispiel, wo man sieht, Autarkie hin, schön und gut. Aber solange die Gegenseite immer was dagegen machen kann, ich denke, man muss da zweigleisig fahren. Ja, ich sehe da auch keinen Widerspruch drin, wie du schon schön sagst, zweigleisig fahren. Ja, man muss natürlich weiterhin schauen, dass man auch mehr wird, dass man möglichst viele Leute auf diese Schiene holt. Denn je mehr es sind, desto schwieriger wird es dann auch werden, dagegen vorzugehen. Und gerade wenn man eben mobil ist und ich meine gerade, ja, Peter Fitzek, der hat sich natürlich auch mit verschiedenen Dingen sehr angreifbar gemacht, das sollte man natürlich dann auch meiden. Ja, schon lieber den Weg des geringsten Widerstands gehen, nicht allzu sehr auffallen, die Schlupflöcher einfach ausnutzen. Noch ist es eben so und es ist auch schwer, sowas zu unterbinden, dass sich jeder sein Tiny House einfach eben kaufen kann und dann mobil ist. Und wenn das jetzt viele Menschen machen und sich dann auch zu Gemeinschaften zusammenschließen, dann wird das irgendwann eben auch eine neue Gesellschaftsform, wo dann ja, wo dann exponentiell immer mehr Menschen aussteigen aus dem alten System. Das heißt, die anderen haben ja dann irgendwann auch gar nicht mehr die Mittel dazu.
die leben ja, also die dann dagegen vorgehen, leben ja von den Steuern, die wir selber immer bezahlen. Aber wenn wir das nicht mehr machen, dann kriegen die ja diesen Energiezufluss nicht mehr. Deren Energie bekommen sie ja von uns. Wir sind ja die, wir bezahlen ja den Gerichtsvollzieher. Ja? Wir bezahlen ja die Medien, die Massenmedien hier. Ne? Das sind ja alles wir. Und deswegen, je mehr da aussteigen, umso weniger Kraft, umso weniger Energie hat dieses alte System, um uns zu unterdrücken. Und irgendwann ist die kritische Schwelle übersprungen. Dann haben wir es geschafft und leben in einer neueren, lebenswerteren Gesellschaftsordnung. Das haben uns ja die Zigeuner doch auch schon lange vorgelebt. Das ist ja nichts anderes, wie die Zigeuner uns das vorleben. Aber schauen wir uns mal an, welchen Stellenwert haben die Zigeuner? Wenn jetzt wir, sich deine Hausgesellschaft, uns entwickeln würden, die Massenmedien würden uns nichts anderes deklarieren als wie diese Zigeuner. Und die Massen, die schauen nicht nach, ob das stimmt, was in den Medien dann über uns berichtet wird, ja. Wir müssen doch eine Lösung finden, so dass man auch die anderen Menschen, die was gehirngewaschen sind, aber gute Menschen sind, ja, dass man die erreichen kann, ohne dass man sich wieder in eine Diffamierungsfalle reinbewegt. Ja, das haben die anderen immer, diese Massenmedien werden immer dagegen schießen, aber deswegen sind wir ja auch dabei, das aufzubauen. Wir machen ja hier alternative Medien. Und das läuft ja immer mehr. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie das damals war, als wir vor 10 Jahren unseren YouTube-Kanal eröffnet haben, da waren wir so ziemlich die Ersten, die da solche politischen Videos über solche Themen da hochgeladen haben. Und heute ist das alles Faktor 100. Heute, ja, und das, jetzt stellen wir uns mal vor, 10 Jahre länger, wie das dann aussieht. Also es wird ja eben nicht mehr lange diese Medienmacht geben und da arbeiten wir natürlich auch dran, unter anderem, also ein Aspekt, ich meine, ich finde es ja gut, dass du sagst, wir müssen da auch auf die anderen Dinge achten. Und ein Aspekt ist einfach der, dass wir da auch anfangen, dagegen zu arbeiten, dass wir die Leute aufklären, dass wir die Methoden der Manipulation, die gegen uns eingesetzt werden, öffentlich machen, nicht um sie auch zu gebrauchen oder missbrauchen, sondern damit sie dann bekannt sind und nicht mehr funktionieren. Wenn die Leute sehen, was für Methoden eingesetzt werden in den Massenmedien, ich habe da schon viele Vorträge drüber gemacht, kann man ja sehen bei wissensmanufaktur.net, und ich wünsche mir eigentlich auch, dass noch mehr Leute solche Videos machen, die sich anschauen, das mal analysieren, zum Beispiel eine Tagesschau-Sendung und mal es gibt ja dieses Framing-Manual jetzt, ne, wo auch genau schon beschrieben wird, wie so gearbeitet werden soll, um bestimmte Dinge in günstigen Kontext zu lenken. Und je mehr Leute über diese Methoden aufklären, umso weniger werden die einfach wirken. Und dann verliert auch das System, was wir jetzt haben, nicht nur an, wie ich vorhin schon gesagt habe, an Energie, weil wir das nicht mehr unterstützen durch unsere Steuern, sondern es verliert dann auch noch an Wirkung, weil die Menschen langsam verstehen, wie sie da manipuliert werden und dann einfach nicht mehr hinhören. Und deswegen gehen wir da ja auf mehreren, also auf mehreren Gleisen zu dem Ziel. Ja, die Autarkie selbst anzustreben, aber gleichzeitig eben auch weiterhin aufklären, damit die Instrumente, mit denen wir unten gehalten werden, nicht mehr wirken. Rico, wir haben ja das Thema heute raus aus dem Hamsterrad. Das Hamsterrad auch erstmal zu erkennen. Ich sag immer, so, wir haben ein System, wir haben, ja, das Wort, was ich immer ganz gerne sage, legalisierte Staatskriminalität. Warum sage ich das jetzt? Weil, wenn man mal sieht, wie krank unser ganzes System ist, bedeutet für mich halt, wenn man weiß, dass man 80, 85 Milliarden Euro alleine für Waffen ausgibt und 6 Milliarden den Welthunger tilgen könnte, alleine diese Differenz, ja, ist enorm. Und dann auch noch zu sagen, wir haben kein Geld in Deutschland für das und das und das,
dann ist doch ganz eindeutig 1 und 1 sind 2. Ich meine, da darf jetzt jeder drüber nachdenken. Da läuft doch einiges schief. Die Erkenntnis heißt ja auch, sollten wir bekommen. Und durch solche Sendungen wie heute Abend denke ich, dass der ein oder andere sagt, das stimmt ja schon. Das ist doch eigentlich, wenn man nicht eigentlich, das ist krank, sage ich. Ja, ich sehe es auch so. Das ist krank. Unsere Gesellschaft ist krank und sie wird immer kränker. Und da brauchen wir Lösungen. Ich arbeite daran, so viel wie möglich auf verschiedenen Ebenen da bekannt zu machen, weil ich möchte eigentlich nicht, dass es darauf hinausläuft, wie es jetzt aussieht. Denn wenn diese Entwicklung so weitergeht, das spitzt sich ja zu. Es wird ja immer schlimmer. Und wenn wir da nicht aktiv gegensteuern. Und da finde ich, sollte jeder gucken, dass er seinen kleinen Beitrag und sei es eben, dass er einmal eine Tagesschau-Sendung auseinandernimmt, ja, seinen Beitrag einfach mal leistet. Ja, genau. Rico, wir kommen jetzt schon gleich zur ersten Musikpause. Wir haben hier noch einen Gast, das ist der Walter. Ich weiß, dass er aus Itzehoe ist, oben ganz hoch aus dem Norden. Und ich würde sagen, nach seiner Frage, wenn du einverstanden bist, gehen wir in die erste Musikpause und dann begrüßen wir ihn. Ganz einfach. Rico, einverstanden? Ja, klar. Wunderbar. Guten Abend, Walter. Hallo, guten Abend, Leute. Hallo, Rico. Hallo. Ja, ich möchte mal zu bedenken geben, dass unsere ganze Entwicklung ja durch unsere alte Denkweise von dem Recht des Stärkeren und von dem Naturrecht sozusagen herrührt. Und Einstein hat uns ja aufgefordert, unsere Denkart mal zu ändern. Und die neue Denkart könnte einfach so aussehen, dass wir diese Trennung aufheben zwischen den Besitzenden und den Mächtigen und den Regierenden und uns. Wir sind ja immerhin mehr als 9-1 in der Überzahl. Und wenn wir einfach mal versuchen, all diese Menschen zu integrieren und auch anzunehmen, dass sie auch an der besseren Lösung interessiert sind, dann brauchen wir nicht mehr sozusagen nachzudenken, wie wir die Grenzen verschieben, sondern wie das System denn aussehe, wenn wir wirklich komplett alle Politiker, Wirtschaftsleute und Volk richtig kooperieren und echte Lösungen dafür anbieten. Danke, Walter. Rico, magst du was dazu sagen? Sonst gehen wir direkt in die Musikpause. Ja, ich denke, das war ein Statement. Mach ja jetzt keine Frage. Passt. Wunderbar. Oder ist da noch eine Frage? Ich weiß nicht. Ist er noch in der Leitung? Ich habe den Namen jetzt nicht verstanden. Ja, der Walter ist noch da. Walter, hast du noch eine Frage direkt? Ja, könntest du dir nicht vorstellen, dieses integrative Denken auch für dich zu pflegen? Also ich tue das in der Meditation, indem ich sage, wir brauchen uns gar nicht einbilden, dass irgendjemand gegen uns ist, sondern wir müssen nur die Wege finden, wo wir miteinander in die neue Welt, in die neue Zeit kommen. Über die Bewusstseinsschwelle. Ja, das ist schon ein ganz wichtiges Thema. Das sehe ich schon auch so. Wir erschaffen unsere Realität selber und es ist ja auch nicht so, dass da Menschen gegen uns sind, sondern wir sind alle in einem System, was für die Menschheit ungünstig ist. Und in diesem System spielen verschiedene Menschen verschiedene Rollen, einfach auch, weil sie es müssen. Und da kommen wir raus, indem wir uns bewusst werden und alles, was dazu dient, unser Bewusstsein zu schärfen, kann da nur hilfreich sein. Wunderbar. Danke dir erstmal, Walter, für deine Fragestellung. Wir gehen jetzt in die Musikpause hier und Rico hat uns heute einen Song mitgebracht und da heißt es Candy Dörfer. Und David Stewart, Lilly Boss hier. Und Musik ab, wir sind gleich wieder für euch da. Ja, und da sind wir wieder zurück in der Sendung. Rico Albrecht, Wissensmanufaktur, raus aus dem Hamsterrad. Bevor ich einsteige, möchte ich noch kurz eine Werbung machen für unsere Plattform OkiTalk. Da geht's morgen nämlich hier 17 Uhr schon los. Und da heißt es, Matthias Walter von der Friedensbaum-Stiftung wird bei uns ab 17 Uhr
uns zu Gast sein. Und dann weiter von 19 Uhr bis 20 Uhr Mutter Erde Sommerfestival, was Ende des Monats 28. Juni, das Wochenende, stattfinden wird. Infos findet ihr auf dem Sendeplan bei OK Talk. Und dann haben wir Nicole Jolin und Pierre wieder bei uns vom Sonnenglück, so heißt es. Und da heißt es Sonnenschein für deine Ohren und dein Herz. Und ja, ich möchte direkt weiter einsteigen, möchte die Frage stellen, wie, Rico, könnte denn ein gesundes Wirtschaftswachstum überhaupt ausschauen? Upsala, den Rico muss ich natürlich freischalten. Moment, für die Musikpause habe ich ihn kurz stumm gestellt. Rico, dein Mikrofon. Ja, du hast zensiert hier, dass ich nichts mehr sagen kann. Ja, okay. Also, ich meine, die Frage ist natürlich, wozu brauchen wir überhaupt Wirtschaftswachstum? Also jetzt ein gesundes Wirtschaftswachstum, ja, oder jetzt so eins, wie wir jetzt schon haben. Das ist ja dann auch nur ein bisschen Kosmetik, wenn wir jetzt ein gesundes Wirtschaftswachstum wollen. Was dann auch immer nur die Frage ist, ja, was ist dann gesund? Ja? Die Frage ist, wozu muss die Wirtschaft überhaupt wachsen? Also die Einwohnerzahl in Deutschland oder im gesamten deutschsprachigen Raum, die wächst ja nicht. Und da braucht eigentlich die Wirtschaft nicht zu wachsen. Ja. Und wenn sie aber trotzdem wachsen soll, dann hat es eben den Grund, dass das Kapital wachsen soll. Also die Leute, die jetzt mehr Kapital haben wollen, indem sie ihr bestehendes Kapital anlegen und haben einfach den Anspruch, das muss mehr werden, ja, dann muss es ja irgendwoher kommen. Und deswegen muss die Wirtschaft wachsen. Und wenn wir das nicht hätten, dann könnten wir eben auch mit einer gleichbleibenden Wirtschaft weiterleben. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, mit dieser 40-Stunden-Woche, die jetzt durch die Produktivität zu einer 30-Stunden-Woche hätte werden können, das haben wir eben nicht genutzt, sondern wir haben stattdessen die Wirtschaft weiter wachsen lassen. Ja, und das ist halt leider so ins System eingebaut. Wenn alle Kapitalanleger beispielsweise nach einem Jahr 3% mehr haben wollen, dann muss auch die Wirtschaft entsprechend mehr leisten, da muss mehr herkommen. Und nochmal ein Jahr später wieder 3%. Und das kann man hochrechnen, also jetzt mal ein bisschen mit ein bisschen plastischeren Zahlen zu arbeiten. Nehmen wir mal 2,8% Wirtschaftswachstum bedeutet nach 25 Jahren eine Verdoppelung der Wirtschaftsleistung. Und nach 50 Jahren dann eben eine Vervierfachung. Ja, dann geht's eben weiter. 16, 32. Und da kommt man nach 300 Jahren auf den Faktor 4000. Und das Problem ist, warum muss die Wirtschaft überhaupt wachsen? Das ist die eigentliche Frage. Also jetzt mal ein bisschen aus der Vogelperspektive betrachtet. Da könnte man noch hier und da Kosmetik machen und das Wirtschaftswachstum ein bisschen gesünder gestalten. Aber das Kernproblem des exponentiellen Wachstums, was wir einfach haben, wird dadurch nicht gelöst. Und auf einer Erde, die einfach begrenzt ist, müssen wir raus aus diesem kapitalistischen System, was dazu eben dienen soll, dass das Kapital immer mehr wird und dass immer mehr Leute für immer mehr Kapital, also was transferiert wird, dann arbeiten sollen. Ja, also das ist ja meine eigentliche Botschaft. Also dass man da diese Vogelperspektive mal einnimmt und sagt, nee, also Moment, bevor wir uns jetzt damit befassen, fragen wir uns mal, warum muss das überhaupt so sein? Und dann führen wir doch ein Wirtschaftssystem ein, was nachhaltig ist, das heißt, dass mit der bestehenden Größe, dem bestehenden Wohlstand, wenn man den noch ein bisschen gerechter verteilt, dann einfach auskommt. Wozu brauchen wir immer mehr? Also wozu brauchen wir immer mehr Autos? Wozu brauchen wir von allen immer mehr? In einer anderen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, die jetzt wieder mehr auf Nachhaltigkeit und Glück ausgelegt ist, statt auf Kapitalwachstum. Also Wirtschaftswachstum kann man auch einfach gleichsetzen mit Kapitalwachstum. Wenn die Leute im Parlament fordern, wir brauchen wieder Wirtschaftswachstum, dann heißt das nichts anderes als, wir brauchen wieder mehr Kapital für die schon viel haben. Ja, also so kann man das mal übersetzen. Da gehören alle Parteien im Bundestag dazu. Weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber hier bei uns in Deutschland sind alle Parteien im Bundestag für mehr Wirtschaftswachstum. Ja, also fürs Kapital, für mehr Kapital für die schon viel haben. Ja,
Ganz kurz, Roman, meine Frage oder Gedanken ist, ist es denn wichtig, dass wir ein Zinseszinssystem aufrechterhalten oder ist es nicht gescheiter, davon Abstand zu gewinnen? Ich meine, im Nahen Osten hat man zumindest solche Banken gar nicht zugelassen. Weiß nicht, ob das reinpasst, aber ich denke, die Frage ist berechtigt. Enrico? Ging die Frage an mich? Ich dachte, Die ging an dich, weil ich sehe immer, wir reden ja heute über heraus aus dem Hamsterrad und wir finanzieren uns ja und machen uns ja abhängig und da ist ja auch ein großer Teil der Zinseszinsfalle ja das Thema auch mit. Und ist es wichtig, ein Zinssystem aufrechtzuerhalten? Hat es Vorteile für uns alle, mal die Frage? Oder ist es gescheiter, dass man praktisch ein Geldsystem hat, goldgedeckt, ohne Zinseszins? Dann hat man ja einen wahren Wert und eine ganz andere strukturierte, möglicherweise entwickelte Welt. Ja, also ob das jetzt mit der Golddeckung jetzt eine gute Idee ist, ist mal noch eine andere Frage. Also, aber auf jeden Fall sollten wir raus aus dieser Zinseszinswirtschaft. Davon profitieren einfach nur die, die ohnehin schon viel haben. Man kann das alles mal durchrechnen und stellt dann fest, dass jeder, der weniger als eine halbe bis eine Million Euro Eigenkapital hat, einfach sein Leben lang immer nur in dieses System einzahlt und bei dem Versuch rauszukommen, also wenn man so mal über eine Million Euro haben möchte, aber das schaffen ja die meisten nicht, das meiste wird weggesteuert, weggezinst, so dass man eben weiterhin immer arbeitet. Aber die, die da schon oben drüber sind, also nehmen wir mal jemanden, der schon 10 Millionen Euro hat, der bekommt die 11. Million einfach so. Der muss dafür überhaupt nicht mehr arbeiten. Und wer eine Milliarde hat, der bekommt einfach jedes Jahr Geld, Kapital zugeführt in Höhe von 50 Einfamilienhäusern, für die er nicht mehr arbeiten muss oder so. Ne? Die kriegt er einfach nur so dazu. Und das ist ein System, was den meisten Menschen natürlich nichts nützt, sondern nur ganz wenigen. Aber diese wenigen, die sitzen ja in unserer Scheindemokratie an den Hebeln der Macht. Also wir haben es ja jetzt auch in Österreich gesehen, ihr hattet ja dieses Strache-Video, da hat ja der Strache hat ja nichts anderes gemacht, als das, was alle Politiker machen müssen, nämlich versuchen, die Medien auf die Seite zu ziehen, damit die Medien positiv über einen berichten. Und das geht eben am besten, ja, wenn man dann die Interessen derer, die viel Kapital haben, vertritt, dann kriegt man es auch einfach geschenkt. Ne? Also so, dann bekommt man natürlich die positiven Medienberichte geschenkt, weil das rentiert sich dann. In solche Politiker investiert man gerne. Und deswegen haben wir dieses System. Und deswegen versuchen wir hier in der Wissensmanufaktur schon seit vielen Jahren darüber aufzuklären, denn je mehr es wissen und je mehr da nicht mehr mitmachen und eben auch nicht mehr versuchen, diese Kapitalschwelle zu überspringen, wobei sie eben halt meistens dann, wobei so viel abgeschöpft wird, dass die ohnehin oben schon sind, das bekommen und man selber sein Leben lang unten bleibt. Man verpasst sein Leben. Also das Zinseszinssystem führt halt dazu, dass wenige, ganz wenige, ein Leben haben, in dem sie sich um nichts sorgen müssen, in dem andere einfach für einen sorgen, ne? die jetzt dann arbeiten müssen. Und die meisten, die unteren 99%, das Hamsterrad antreiben und es nicht merken. Und dann haben sie das Leben verpasst, ja, werden irgendwann ausgemustert und dann kommt die nächste Generation und so läuft's weiter. Das ist so ein System, das ist natürlich in sich stabil, weil halt jeder, der es ändern könnte, muss ja erstmal der muss ja an die nominale Macht kommen, der muss ja irgendwie da mal in der Politik nach oben, aber um da hochzukommen, muss er ja die Interessen derer vertreten, die eben das genauso haben wollen. Also das System ist in sich stabil, da hilft nur, ihm keine Energie mehr zuzuführen und zu gucken, dass man da aussteigt. Roman, dein Mikrofon und wir haben einen Gast, den Jenne da, den geben wir auch nachher das Wort. Guten Abend, Jenne schon mal und Roman, dein Mikrofon.
Ja, danke schön. Ich würde nochmal an der vorigen Frage nochmal anknüpfen von Wirtschaftswachstum, ja. Ich frage mich, warum so Menschen, so einfache Menschen wie wir jetzt gerade in dieser Runde sind, wir brauchen uns gar nicht Gedanken machen, wie gut Wirtschaftswachstum ist. Das hat uns nicht so interessieren. Das hat der Ricke eh schon gut erklärt. Das interessiert ja nur Konzernen, Oligarchen, Wirtschaftsbanzen, ja. Weil, wenn man sich Gedanken macht über Wirtschaftswachstum, macht man sich als normaler Mensch auch zusätzlich Gedanken darüber, dass man sich diktieren lässt, was der Konzern einen vorschreibt, was der Mensch braucht. Was uns interessieren sollte, ist die überregionale und die regionale Gemeinwohlökonomie. Das ist dann genau das, wo nicht wir diktiert bekommen, was wir zu kaufen haben, sondern wir noch festlegen, was für uns gut ist, ja, indem wir dann zum Beispiel Punkte vergeben an die Produzenten und je nachdem, wie viele Punkte, Pluspunkte dann eben so wie der Gemeinwohlökonomie errechnet, je nach bessere Punkteanzahl bekommen auch an diese Firmen bessere Konditionen oder werden auch generell dann nicht verboten. Verboten dadurch, indem das Mensch das dann auch nicht mehr kauft, ja. Also Gemeinwohlökonomie funktioniert dann erst, wenn wir uns mal endlich einmal über die geplante Obsoleszenz Gedanken machen, was ja auch schon dieser Anrufer so wunderbar erklärt hat, indem wir uns dann Gedanken machen, was tut meiner Region gut, ja, was tut meinen Mitmenschen gut. Da fängt Gemeinwohlökonomie auch schon da an, was der Rico so toll gesagt hat, indem wir Gemeinschaften bilden wie, man braucht nur einen Rasenmäher, man macht einen Stundenplan, wann denn jeder gebrauchen darf, ja. Dann gibt es wieder den einen, der kann den Rasenmäher auch reparieren. Wir brauchen auch keine Kindergärten, ja. Es reicht eine Frau, die was dann auf die Kinder aufpasst. Das alles unentgeltlich natürlich, ja. Das ist dann die regionale Gemeinwohlökonomie. Da müssen wir wirklich mehr ansetzen an das Thema. Dann brauchen wir uns auch nicht mehr solche leidlichen Themen diskutieren wie, warum gibt es noch Zinseszinsen, ja, was uns ewig verschulden, ja. So werden wir dann endlich mal frei von der Verschuldung, frei von der Privatisierung, wenn wir uns an solchen Themen wie der Gemeinwohlökonomie richten. Habt ihr da eigentlich auch tolle Ideen oder schon was ausgedacht über die regionale oder generell über die Gemeinwohlökonomie? Ja, natürlich. Also wir kennen auch das Konzept von Christian Felber, ja, und das passt auch wunderbar. Und das eben regional, also wenn man es jetzt regionale Gemeinwohlökonomie nennt, ist ja genau das, was ich gerade beschrieben habe. Ja, das passt, das ist ein schönes Wort dafür. So kann man das ja auch vermarkten, sage ich mal, im Mainstream, ne? Da kann ja dann keiner dagegen sein. Man kann ja deren ganze Argumente da dafür auch benutzen. Also wenn wir jetzt mal sagen, okay, CO2 und so, ne, wir machen diese regionale Gemeinwohlökonomie dann CO2-neutral. Also ob man jetzt an die CO2-Theorie glaubt oder nicht, ist ja egal. Aber man kann dann da hingehen und sagen, hier, schaut mal, wir machen hier was. Ja, und also Nebeneffekt ist, dass wir da tatsächlich CO2-neutral sind. Weil ja auch die Energieversorgung von so einer regionalen, von so einem regionalen Kreislauf kann man ja dann auch autark gestalten. Da kann man sich ja in so einem Tiny House Dorf, ja, da kann man sich ja diese Dinge alle hinstellen und sich unabhängig machen von der zentralen Energieversorgung. Lässt sich ja realisieren über die neueste Technik, die es da gibt. Und dann kann man auch so argumentieren, dann wird es schwer. Das wird dann, da kann man das System für das mit den eigenen Waffen schlagen. Das hat es dann schwer, da irgendwie das zu besteuern. Ja, wenn man dann sagt, hey, aber Moment, wir haben hier, erstens sind wir CO2-neutral, zweitens haben wir hier generationenübergreifendes Wohnen, ja, drittens haben wir hier Kinderbetreuung und alles schon realisiert. Na, da, also da wird's dann, und wenn dann das System anfängt, da mal dagegen vorzugehen, dann hat man aber ganz schnell auch viele Leute dann auf der Seite, die erst dann dadurch drauf aufmerksam werden.
Ja, und dann kriegt man vielleicht so einen viralen Effekt, der tatsächlich dazu führt, dass die Menschen aussteigen aus dem alten System und sich diesen Gemeinschaften anschließen. Und dann läuft das alles noch irgendwie als leere Hülle weiter. Es sind ja nicht böse Menschen, die über einen herrschen, sondern es ist ja einfach dieses System. Und wenn da keiner mehr mitmacht in dem alten System, dann kann das da ja irgendwann als leere Hülle noch existieren, während wir in ganz anderen Gesellschaftsordnungen schon leben und dort unser nachhaltiges Gemeinwohlleben neu organisieren. Das hat auch noch viel mehr Vorteile. Also ja, also es wird sich noch mehr verbessern durch solche Dinge. Also gerade wie du schon sagtest, ja, was die Kinderbetreuung betrifft. Was haben wir denn heute? Heute sind Familien in der Regel ja so aufgestellt, dass eine Frau sich um die Kinder kümmert, oder auch manchmal ist auch der Mann, ja klar, aber meistens ist eben die Frau, ist auch egal, also einer kümmert sich um das Kind und der andere arbeitet. Und keiner ist zufrieden. Der arbeitet, der fühlt sich nicht gewertschätzt, wenn er heimkommt, weil der zu Hause auf die Kinder aufpasst, das gar nicht nachvollziehen kann. Ja, hat sie selber den ganzen Tag mit den Kindern zu tun und ist am Abend K.O. Beide sind am Abend K.O. Keiner weiß eigentlich, was der andere geleistet hat und braucht man sich jetzt auch nicht wundern, warum dann jede zweite Ehe inzwischen geschieden wird. Und wenn wir in solchen anderen, neuartigen Gemeinschaften zusammenleben, sagen wir mal so, da hat dann vielleicht auch jeder Partner sein eigenes Tiny House. Die sind ja auch so klein, dass es eigentlich eher auch ein persönliches Tiny House ist. Ja, dann hat auch jeder seinen Rückzugsraum, den ja viele Paare heute einfach auch nicht haben. Jeder muss ja auch mal alleine sein. Das braucht man auch fürs Wohlbefinden und auch die Beziehungen laufen dann besser, wenn jeder auch mal sagen kann, okay, heute möchte ich mal einen Tag für mich, bin ich mal, ziehe ich mich mal raus oder die Frauen, die sich um die Kinder kümmern, die wechseln sich gegenseitig ab. Es ist nicht mehr eine Frau zu einem Kind, sondern es sind dann da vielleicht 10 Frauen, 20 Kinder, ja, und die rotieren da mit der Beaufsichtigung, die Kinder spielen miteinander gegenseitig. Da muss nicht einer so eine 1-zu-1-Situation so ineffizient auf die Kinder aufpassen und keiner ist zufrieden, alle sind im Stress, überall gibt's Streit. Also deswegen auch das Thema Glück, ne? Das werden glücklichere Gemeinschaften. Und falls dann in solchen Gemeinschaften doch eben mal zu einer Trennung kommen sollte, was dann aber sicher weniger ist als heute, hat man aber auch die Freiheit. Die Freiheit, da muss man sich dann nicht vor Gericht dann streiten, wem gehört das Haus, weil es hat ja jeder sein eigenes Tiny House und dann nimmt man es halt und zieht weiter. Und das ist vielleicht auch schön. Dann ist auch die Liebe nicht mehr so wie heute, so eine Art Produkt, was man so tauscht, ja, sondern es ist wieder was man schätzt, weil der andere, der ist ja nicht mehr gefangen mit einem in derselben Wohnung und muss da jetzt mitspielen, ob es ihm gefällt oder nicht, sondern jeder kann gehen, wann er will und wohin er will. Das heißt, die Partner geben sich wieder viel mehr Mühe füreinander. Erstens sind sie weniger im Stress, weil das Gemeinwesen sich anders, besser organisiert. Und zweitens gibt man sich auch mehr Mühe und erkennt wieder auch den Wert der Liebe und der Beziehungen und die werden dann einfach besser laufen. Also das ist ein ganz großer Faktor, der uns auch glücklicher machen wird. Und ich möchte auch sowas gar nicht nur auf dieser Wirtschaftsebene immer betrachten, wie es ja leider in unserer Gesellschaft immer wieder gemacht wird, angeführt natürlich von Medien und Politik, wo es ja nur um dieses Thema geht. Nein, wir sollten ruhig auch solche Gedanken da mal mit einfließen lassen. Wie leben wir denn eigentlich glücklicher? Wie gestalten wir denn unsere Beziehungen anders, wieder besser? So dass wir alle auf ganz anderen Ebenen wieder ankommen zu denken, unser Geist auch wieder frei wird und wir dann die noch ganz andere Probleme lösen, an die wir heute noch gar nicht denken können, weil unser Potenzial wieder freigesetzt wird. Ja, wunderschön gesagt und da gebe ich dir voll recht und da möchte ich auch hin, dass wir viel mehr wieder ein Miteinander finden und das ist für mich ein Fernziel, Nahziel sollte man sogar sagen, nicht Fernziel und dann haben wir schon einen richtigen Weg, denke ich, den wir begehen dürfen. Ich möchte
den Jenne hier mal begrüßen. Der ist bei uns frisch reingekommen. Und liebe Zuhörer, wir haben nicht mehr lange Zeit. Wer noch eine Frage hat, darf natürlich in den Warteraum reinkommen. Und heute machen wir pünktlich Schluss. Und es gibt noch einen kleinen Nachtalk von 15 Minuten circa. Und ja, jetzt begrüße ich den Jenne. Guten Abend. Ja, hallo zusammen. Hallo Rico. Also ich hatte dann nochmal so eine Frage zu dem Privatbesitz, den doch dann auch schon einige haben. Und da habe ich dann so tolle Sachen drüber gelesen, dass man seinen Privatbesitz zu Vereinsbesitz umwandelt und dann einfach dann nur noch verwaltet, selber gar keinen Besitz mehr hat und ja, seine Gelder auch genauso in dieses diesen Vereinsbesitz eingibt und das alles nur so dann verwaltet. Und ja, da hatte ich mal so eine Frage zu. Und das andere wäre ja, also ja, die wenigen, die das nicht verstanden haben und nicht so viel Vermögen haben, da geht's dann ja drum, dass die ja die Zinsen und das alles ja für die da oben bezahlen. Und die genug haben, das ist doch das Zauberwort der Mehrwert, wo die dann halt nur noch von leben. Ja, also mal zu der zweiten Frage dann zuerst. Ja, klar, solange eben ein System existiert, wo manche davon leben, was andere leisten, also die immer den Wert abschöpfen, werden sich auch immer Menschen finden, die das dann wieder aufrechterhalten. Das ist also in sich selbst stabil, so ein System. Inwiefern man da mit einem Verein dem entkommen kann, also da gibt es dann sicher wieder andere Probleme. Also da möchte ich jetzt lieber gar nicht so tief drauf einsteigen. Also meine Lösungen sind doch schon, dass jeder freie Mensch, also wir wollen doch frei sein. Freiheit ist eines unserer höchsten Güter, wenn nicht das höchste. Freiheit. Und das bedeutet aber schon auch, dass jeder sein eigenes Stück Land auch irgendwo hat und seine Behausung, also das, um frei zu sein, muss man ja auch wirtschaftlich unabhängig erstmal sein, nicht in Sklaverei gehalten, so wie heute. Ja, da möchte ich mal auf meinen Beiratskollegen Karl Albrecht Schachschneider hinweisen. Findet man auf unserer Website wissensmanufaktur.net auch. Der hat mal einen ganz interessanten Vortrag gehalten über das Thema Freiheit, Recht, Staat. Ja, und diese Sachen gehören eben zusammen. Der Staat ist die Einrichtung, die unsere Freiheit ermöglichen soll. Dass er das nicht tut heute, ist natürlich eine andere Sache. Also werden jetzt viele Libertäre sagen, oh, der Staat, der Feind unserer Freiheit. Also das stimmt schon. Also so wie die Staaten heute aussehen, ja, da ist er wirklich der Feind unserer Freiheit. Aber ein Staat, der uns allen ein gewisses Eigentum garantiert, der sagt, okay, wir haben hier eine bestimmte Fläche, warum gehört nicht jedem ein Stück davon mal grundsätzlich? Oder wenn er darauf verzichtet, wird er eben entschädigt von den anderen. Ne? Wenn einer sagt, er braucht mehr, er kann da wirtschaftlich einiges rausholen und dann die anderen entschädigt, die dann drauf verzichten, dann ist es ja wieder in Ordnung. Also, aber um eine gewisse Freiheit zu ermöglichen, brauchen wir auch unsere Grundausstattung. Ja, das heißt also eine Behausung, ein Stück Land und die Möglichkeit, uns selbst zu versorgen. Dann sind wir überhaupt erstmal freie Bürger und dann kann es überhaupt erstmal anfangen mit der Bildung eines Staates, der unserer Freiheit dann auch dient. Ja, aber das ist ja gerade das Problem. Dafür müsste das ja erst alles umgewandelt werden. Und die Situation ist ja im Moment noch ganz anders. Auch wenn ihr da dann über die Tiny-Häuser redet. Hier in Deutschland ist es ja soweit noch gar nicht zugelassen. Wenn man nicht jemanden hat, der vielleicht gerade Grundstück genug oder großes Grundstück hat, der das dann zur Verfügung stellt. Und das Zweite ist ja, dann kann man ja selber noch nicht mal eine Postanschrift haben, weil für einen Postkasten braucht man hier in Deutschland ja schon wieder ein abgeschlossenes Grundstück. Oder ne? Also das ist ja so kompliziert, dass es ja gar nicht im Moment so direkt umsetzbar ist. Und die Menschen ja, die normalen Arbeiter und Bürger so ja gar nicht schaffen, überhaupt den Wandel zu vollziehen. Ist schon umsetzbar. Also es gibt's ja
gibt schon Leute, die das umgesetzt haben. Da muss man sich ja nur mal an denen orientieren und da kann man sich diese Fragen ja auch alle lösen lassen. Ja, da sind wir schon bald beim letzten Thema heute auch, ne? Wie direkt hier, wie kann man wirklich oder was kann jeder Einzelne jetzt schon tun, um aus das Hamsterrad auszusteigen? Oh, das wollte ich eigentlich noch in der letzten halben Stunde ansprechen, aber wir können ruhig jetzt schon drüber reden. Ja, es ist ja auch schon mit eingeflossen, ne? Also das ist ja, wir haben das ja jetzt ein bisschen nicht so sortiert abgehandelt, sondern ich habe ja immer wieder auch schon gesagt, zum Beispiel raus aus dieser Mietschuldfalle durch einen angemessenen Wohnraum, den man sich einfach leisten kann. Das ist ja mal einer der Schritte. Und dann gibt es ja noch viele andere Schritte, auch die geistige Freiheit. Das heißt also, wie mache ich eigentlich auch meinen Kopf wieder frei? Also, dass ich nicht alle Framings übernehme, die uns da von den Massenmedien übergestülpt werden, sodass wir dann plötzlich auch noch selber immer noch anfangen, über Wirtschaftswachstum zu diskutieren und über mehr Arbeit. Ja, wie schütze ich mich, wie schütze ich meinen Kopf vor dieser ganzen Propaganda? Da kann man ja auch Kurse machen oder sich diese, ich habe ja auch Vorträge dafür schon gehalten, gibt's auch im Internet, so werden sie manipuliert, wo ich mal anhand von ein paar Beispielen aufzeige, wie und auf welcher Ebene unsere Köpfe hier vom System immer wieder eingefangen werden. Also auch die, also was jeder Einzelne dann noch da tun kann, ist natürlich seinen Kopf zu schützen. Das heißt auch weniger zu arbeiten, damit man überhaupt erstmal die Zeit hat, sich damit zu befassen und wieder in die Vogelperspektive zu kommen über sein eigenes Leben. Da gehört aber auch noch mehr dazu, also auch die, also jetzt nicht nur die geistige Gesundheit, auch die körperliche Gesundheit, wo sich viele Menschen ja auch oft aus Zeitmangel ja nicht wirklich damit befassen können. Also wenn wir mal die ganzen Krankheiten anschauen, die heute die immer jüngere Menschen bekommen, aufgrund von Bewegungsmangel, schlechter Ernährung und so weiter. Also es gehört natürlich auch ganz viel dazu, da auch den eigenen Körper, also zusammen mit dem Geist, mal erstmal wieder in einen Zustand zu bringen, dass man was, dass man die Themen, die Lösungen anstreben kann. Ich denke, Rico, die Aufgabe der Medien, die müssen sich mehr erkennen und Aufklärung zu machen. Du hast vollkommen recht. Wir haben momentan, und nicht nur momentan, schon seit dem Jahr 2007/2008 sprießen die Psychiatrien, die Pflegeheime überall aus allen Löchern. Der Ansatz ist nicht richtig. Wir haben jedoch eine erkrankte Gesellschaft und vor allem eine abhängige Gesellschaft. Und das ist auch ein großes Problem, um dieses Hamsterrad auch zu unterbrechen, dass wir Menschen wieder Gesundheit, wie du sagst, körperlich genauso wie geistig zu finden. Es ist ein großes Thema. Ich denke, da gibt es sicherlich schlaue Köpfe, die auch sich mit diesen Themen schon mit auseinandergesetzt haben. Das ist eine große Aufgabe, jedoch ist sie lösbar. Ja, also das kann jeder sofort machen. Also jeder kann jetzt morgen oder jetzt sofort mal schauen und überlegen, wann habe ich das letzte Mal Sport gemacht, ja, und sagen, okay, wie viel von meiner Gesundheit habe ich eigentlich schon in Geld investiert? Denn das ist ja das, was wir anlegen hier auf unserer in unserem Lebenszeitraum. Wir legen ja nicht Geld an, sondern unsere Lebenszeit und unsere Gesundheit. Viele arbeiten irgendwo, wo sie bewusst ihre Gesundheit ruinieren, um eben Geld dafür zu bekommen. Ja, das ist der Verkauf des eigenen Körpers. Ja, und das ist eben auch der Verkauf des eigenen Geistes, wenn man 40 Stunden die Woche in der Fabrik ist und dann am Abend einfach zu K.O. ist, um sich noch mit den wesentlichen Dingen des Lebens zu befassen, für die wir eigentlich hier sind. Es gibt so viele schöne Dinge auf der Welt, ja, die man nicht für Geld kaufen kann. Und davon werden wir abgehalten. Und also was jeder Einzelne sofort machen kann, ist schauen, wo kann ich reduzieren, wo kann ich wieder zu mir selbst finden, körperlich und
geistig wieder fit werden. Das ist mal der erste Schritt. Da gehört auch die Ernährung dazu. Ganz wichtiger Punkt, die Ernährung. Also viele wissen es ja, dass ich zum Beispiel kein Fleisch esse und auch keine anderen tierischen Produkte. Das kann aber natürlich jeder machen, wie er will. Es ist mein Weg, den ich als Beispiel beschreiben kann, wo ich sagen kann, da lebe ich wunderbar damit. Ich bin so gesund, dass also ich war schon, ich weiß nicht mehr, wie Ärzte überhaupt aussehen. Ich habe schon lange keinen mehr gesehen. Und das ist so die Grundlage, die wir brauchen. Also Ernährung, möglichst viele unverarbeitete Sachen essen, pflanzliche Produkte. Ja, da werde ich vielleicht irgendwann mal separat noch einen Vortrag drüber halten. Ja. Also was, wie ich das für mich gelöst habe über Jahre, in denen ich mich damit befasst habe und es nach und nach immer weiter perfektioniert habe. Ich esse jetzt eigentlich nur noch unverarbeitete Sachen. Ja, das heißt also, überwiegend ernähre ich mich von Nüssen, Buchweizen, Sonnenblumenkernen und solchen Dingen, Keimlingen, Linsenkeimlinge zum Beispiel, Oliven, ja, also aber alles im unverarbeiteten Zustand, Obst und Gemüse natürlich jede Menge. Und das ist nicht nur günstiger und effektiver. Also ich koche auch nichts, ne? ich koche gar nicht mehr. Das habe ich abgeschafft, weil das brauche ich nicht. Ich esse stattdessen einfach meine unverarbeiteten Sachen, die auch noch gesünder sind als durch Kochen zerstörte. Und ich kann nur sagen, also ich fühle mich topfit. Ich weiß auch, dass ich einen klaren Kopf habe, was bestimmt auch damit zusammenhängt, dass ich eben nicht nach dem Essen dann erstmal für 2 Stunden K.O. bin oder so, weil mich das umhaut, da irgendwie so ein Stück Tierkadaver zu verdauen oder so, was ja unseren Organismus extrem belastet. Auch wenn es viele Leute sagen, oh, ich kann halt nicht drauf verzichten, das schmeckt mir so gut. Ja. Ich kann nur sagen, ja, probiert es halt mal aus. Viele Leute verstehen es ja auch leider falsch. Viele Leute denken ja, jemand, der jetzt kein Fleisch isst, der isst dann das Gleiche wie ein Fleischesser, nur lässt er dann immer das Fleisch weg. Das geht natürlich nicht. Ne? Also man geht dann nicht ins Restaurant und kriegt das Gleiche, nur fehlt dann das Fleisch, weil davon kann man dann natürlich nicht leben. Man muss es schon aktiv umgestalten. Viele denken auch, so ein Vegetarier, der isst nur Gras und Laub. So geht's natürlich auch nicht. Ne? Also viele machen das ja tatsächlich auch so, aber da gehöre ich sicher nicht dazu. Nee, also man braucht schon auch Energie und die Energie, die steckt in den Dingen, die ich gerade aufgezählt habe. Ja, das so unser Körper und Geist braucht auch Energie und die bekommt er aber aus der richtigen Ernährung. Und wenn man jetzt auch das mal noch... Also es hat ja nicht nur den so offensichtlichen gesundheitlichen Aspekt, sondern es ist ja nun mal auch so, wenn man sich die ganze Massentierhaltung anschaut und das, was den Tieren angetan wird, das weiß unser Unterbewusstsein schon, was man da tut, wenn man solche Produkte kauft und durch diesen Kauf eben diese Industrie fördert und eben dann dazu beiträgt, dass sowas passiert. Das wissen wir schon und dann braucht man sich auch nicht zu wundern, wenn sowas auch auf unsere mentale Gesundheit seine Auswirkungen hat. Also von dem her auch einer der vielen Punkte, die jeder sofort machen kann, ist in der Ernährung ganz viel, da ist so viel Optimierungspotenzial, also gerade in der pflanzlichen, unverarbeiteten Nahrung. Wer jetzt denkt, das wäre vielleicht teuer, dem kann ich auch nur sagen, mag ja schon sein, dass es so auf den ersten Blick erstmal teurer ist, aber wenn man dann ständig gesund ist, ne, dann hat man ja irgendwie auch wieder mehr Kraft, also da hat man dann, oder man spart sich dann auch die Arztkosten, oder wenn man jetzt eben, also die Gesundheit ist doch sowieso eines unserer höchsten Güter, zusammen mit der Freiheit, ja, also, das würde ich jetzt, da würde ich jetzt schon mal sagen, das ist auch wichtiger als der Geschmack, wenn man es mal so nimmt. Also manche Leute sagen, aber mir schmeckt ja Fleisch so gut. Ne? Das ist eigentlich auch eine reine Gewohnheitssache. Es gibt auch vegetarische Sachen, die gut schmecken. So ein Geschmackserlebnis für ein paar Sekunden auf dem Gaumen. Aber dafür vielleicht eine Gesundheit. Also ich weiß es noch genau, wie ich mal bei jemandem zu Besuch war und da haben natürlich auch wieder alle gelacht, weil ich jetzt halt kein Fleisch essen wollte. Im selben Gespräch, am selben Nachmittag, haben alle über ihre Krankheiten geklagt.
ja, was sie alles hatten und was für Operationen und dass sie wieder ins Krankenhaus müssen und obwohl sie alle gleich alt waren wie ich, sahen sie schon 20 Jahre älter aus. Und ja, aber dann lachen, hahaha, aber er isst ja kein Fleisch. Ja. So, also auch ein ganz wichtiger Punkt. Ja, da kann man so viel erreichen. Zusammen mit den anderen Punkten. Und da könnte ich jetzt noch viel mehr aufzählen. Ja, Roman, ich gebe dir nochmal das Wort und dann würde ich sagen, gehen wir in die Musikpause und dann zum letzten Teil der Sendung. Roman, hast du noch was? Ja, ich finde es ganz toll, wie der Rico das jetzt auch noch mit der Ernährung angesprochen hat, ja. Und vor allem auch über Themen, die man dann spricht, ja, dass wir uns da mehr Gedanken machen sollten, weil wir einfach nur zu schwer belastete Themen nur noch drauf haben und uns einfach mal wirklich fragen, wenn wir anfragen, ja, wie geht's dir? Und er sagt gut und dann einfach mal nachfragt, ja, und warum geht's dir gut und so, ja? Dass unsere Seele einfach dadurch nicht verkümmert, ja, weil wir eh schon genug mit diesen gesellschaftlichen, naja, sagen wir, Unwidrigkeiten eh schon zu kämpfen haben. Also ich finde es schon eine ganz tolle, runde Sache, wie er das in der Wissensmanufaktur hier alles so verknüpft und verbindet. Ja. Aber ja, so richtige Frage in dem Sinne habe ich so kaum mehr, weil sie alles so gut erhellt hat jetzt. Ja. Wir haben total erachtet, dass wir alles wieder in Allgemeingut umfunktionieren sollten. Aber vielleicht zum Schluss noch doch eines, das mit den Generationen. Das wurde vielleicht noch ein bisschen zu wenig erwähnt. Wir müssen auch noch ein bisschen achten, dass wir die Generationen wieder mehr miteinander verbinden. Von jung zu alt. Weil die Jungen lernen viel von den älteren Menschen, aber auch umgekehrt, ja. Was kann man da machen, Rico, dass wir wieder die Generationen wieder ein bisschen mehr zusammenführen? Weil früher war es, wie du gesagt hast, noch möglich, zum Beispiel, dass auch die Frau auf die Kinder achten konnte und der Mann ging arbeiten. Heute kann man froh sein, wenn nicht beide Elternteile zwei oder drei Jobs haben müssen, ja. Da haben die Alten noch auf die Kinder aufpassen können, ja, wenn man schon mal keinen Kindergarten oder irgendwem anderen zu hatte. Wie verbindet man die Generationen? Ja, es ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe es vorher mal schon kurz angedeutet zwischendurch, als ich gesagt habe, ja, auch mehr Generationen wohnen, also dann in diesen Tiny House Gemeinschaften. Da ist es ja dann wieder möglich, dass die älteren Generationen da auch wieder integriert sind und auch ihre Aufgaben dann auch wieder wahrnehmen können. Es gab mal so eine Indianerweisheit, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer das gesagt hat, irgendjemand kann es bestimmt rausfinden und noch nachreichen. Also ein Indianerhäuptling hat mal gesagt, wir haben keine Gefängnisse, also gibt es bei uns auch keine Kriminellen. Ja, und so rum wird das Pferd aufgezäumt. Und so könnten wir jetzt auch sagen, ja, wir haben kein Rentensystem und deswegen haben wir auch keine Altersarmut. Denn das gab es ja früher, bevor das Rentensystem eingeführt wurde, da haben die Generationen einfach noch zusammengelebt. Aber was ist passiert? Das Rentensystem wird stark gelobt, ja, weil jetzt natürlich alles ins Wirtschaftssystem eingewandert ist. Also jetzt läuft das alles über das Wirtschaftssystem. Die Jungen arbeiten, bezahlen Rentenversicherung und die Älteren kriegen dann das Geld. Also so wurden die Gemeinschaften auseinandergerissen. Das Rentensystem ist dafür verantwortlich, dass die Generationen auseinandergerissen wurden. Und wenn man jetzt eine neue Gesellschaft konzipiert, also zum Beispiel im Rahmen einer solchen regionalen Gemeinwohlökonomie, dann sorgt man einfach dafür, dass hier auch die Generationen wieder miteinander zusammenarbeiten. Und wenn man eben nicht im bestehenden herrschenden System mitarbeitet, spart man sich ja auch die Rentenversicherungsbeiträge und kann sich wieder gegenseitig umeinander kümmern. Und dann hat jeder seine Aufgabe. Und da wird eben, so wie bei den Indianern, der Grund, also da steckt ja eine tiefere Weisheit dahinter, wenn die Indianer sagen, wir haben keine Gefängnisse, also gibt es keine Kriminellen. So,
Ja, da würden bei uns jetzt hier sagen, naja, nee, also wenn jetzt die Gefängnisse abschaffen würden, wäre ja schlimm, ne? Aber der Punkt ist eben dann kümmert sich die Gesellschaft drum, dass niemand kriminell wird. Dann wird wieder in Gemeinschaften so zusammengehalten und zusammengearbeitet, dass keiner kriminell zu werden braucht, dass wieder jeder seinen Platz hat. Und wenn einer ein Problem hat, dann wird es in der Gemeinschaft gelöst, statt von einem Richter, der einen dann ins Gefängnis sperrt. Ja, das sind ganz andere, also wir können durch diese Rückbesinnung, wir haben ja ein riesiges Potenzial an Wissen, auf das wir heute aufbauen können, wenn wir es denn nur machen. Das ganze Wissen der Menschheit ist doch heute frei verfügbar. Das kann man doch aus jeder Gesellschaftsform, aus jeder Kultur kann man sich die besten Highlights rausnehmen und ein Design machen für eine nachhaltige Gesellschaft, in der das Glück aller einzelnen Mitglieder im Vordergrund steht und der Gemeinschaft insgesamt, wo es dann wieder Frieden gibt und diese ganzen Konflikte rauskommen, die wir heute dadurch haben, dass unsere Gesellschaft allein auf eines ausgerichtet ist, nämlich auf das Wachstum von Kapital. Auch das Rentensystem, was unsere Generation auseinandergerissen hat. Das ist genau wie das, dieses Kapital fließt ja ins Finanzsystem rein. Und sorgt dafür wieder für Wirtschaftswachstum und später wird es dann als Rente wieder ausbezahlt. Ja, das hängt ja damit zusammen. Also, ja, wenn man heute sagt, das Rentensystem wäre so eine tolle Sache, dann muss man das schon auch mal ganz anders betrachten. Und ich denke, diesen alten Menschen, die heute vereinsamt irgendwo leben und dann irgendwann ins Heim abgeschoben werden, denen würde es allen besser gehen ohne Rentensystem. Ja, wenn man nicht nur auf das Geld, sondern auch auf alles andere mit achten würde. Absolut. Rico, da kommt noch eine Zuschrift von dir. Ich habe es dir hier in Chat geschrieben. Kannst du ja mal durchlesen, ob du das noch mit reinnehmen möchtest. Jetzt machen wir erstmal eine Musikpause, denke ich. Der User versteht es schon. Wenn es jetzt nicht gesagt wird, jedoch zum Thema im Gesamtpaket dazu passen könnte. Ich würde sagen, wir starten jetzt, bevor ich noch weiter rede. Da haben wir jetzt den zweiten Song und das ist Azzurro und das ist Adriano Celentano und den hat sich der Rico ausgesucht und den spielen wir jetzt mal ein. Rico, du darfst dein Mikrofon kurz stumm stellen, dann brauche ich nicht zensieren. Und ich sag jetzt Musik ab und bis gleich. Ja, danke schön für diesen Song, lieber Rico. Es kommen auch schon Zuschriften hier von Facebook sowie auch auf OKTalk. Ein Dankeschön. Das ist eine super tolle Musikauswahl, die du heute Abend getroffen hast. Also, das möchte ich dir mal übergeben. Liebe Zuhörer, hier auch auf dem OKTalk-Server, die letzten, ja, 15 Minuten, 17 Minuten beginnen so ungefähr. Und seid einfach so gut, wenn ihr noch Fragen habt, kommt einfach in den Wartebereich herein. Jetzt habt ihr noch eine Chance und Möglichkeit, so sage ich mal. Und Rico Albrecht ist nicht jeden Tag da. Und ja, jetzt gehe ich mal zum Rico. Rico, ist was Wichtiges, was wir heute noch unbedingt noch ansprechen sollten, dürften? Und gib dir das Mikrofon. Ja, danke. Also, ja, fragt mich einfach, was ihr möchtet. Also, ich habe jetzt da keine Liste mitgeführt, was ich wann sagen will. Also ich denke, wir diskutieren hier über Auswege aus dem Hamsterrad. Vielleicht gesamtgesellschaftlich, habe ich ja schon gesagt, denke ich, kann man es so nicht einfach durch ein anderes System lösen, weil das System in sich stabil ist. Deswegen sind wir in die individuellen Lösungen eingestiegen. Und ja, da können auch gerne mal noch ein paar Vorschläge kommen. Frage ich auch gerne mal einfach zurück. Und dann können wir weiter drüber diskutieren. Alles gut. Ich sehe, der Jenne ist da und ich werde jetzt einfach mal die Zuhörer mal raufholen. Und da ist einmal die EMG, das ist die Eva Maria Görkner, das weiß ich. Oder der Herr Böselager ist dahinter. Dann haben wir den Franz Reutinger bei uns, die Biska. Und die Marion ist bei uns, ein neuer User, den hole ich auch nochmal rauf, den Toshi und den Walter holen wir nochmal herein. Und die Elvira. Und jetzt bin ich mal gespannt, ist denn von euch wer am Mikrofon? Bitte einfach mal mit dem Mikrofon flackern
Und ja, da ist die Marion da, noch wer da? Ja, der Frank ist da und auch die Hibiska hat die geflackert. Hibiska? Nein. Dann sagen wir mal guten Abend. Marion, geben wir mal das Wort, Jenne, weil wir wollen noch ein paar neue Stimmen hören. Und Marion, guten Abend. Ja, hallo, schönen guten Abend. Ich stehe gerade am Kochtopf, aber nachdem ich da bin, habe ich gedacht, ich habe leider von der Sendung nichts mitbekommen, weil ich parallel was anderes hatte. Aber das Thema klang ja sehr vielversprechend, Wege aus dem Hamsterrad. Ich wollte zu diesem Thema auch mal eine Sendung machen. Rico, jetzt wollte ich dich mal explizit fragen. Hast du schon mal irgendwelche Berührungen mit wirtschaftlichen Netzwerken gehabt, wo man ja letztendlich auch die Gelegenheit hat, aus dem Hamsterrad sich zu verabschieden? Ja, genau, das ist ja das Thema, ne? So Netzwerke, neue Gemeinschaften bilden. Und da gibt's ja auch einige, die sich da schon gebildet haben. Also nehmen wir zum Beispiel mal diese ganzen Regionalwirtschaften, die mit ihrer eigenen Regionalwährung dann auch arbeiten. Mache ich auch schon lange Werbung dafür, dass man solche Lösungen auch ausbauen sollte. Kann eine gute Basis sein, um dann einfach noch weiterzumachen. Und dann auch die anderen Dinge, die ich jetzt gerade genannt habe, auch in solchen Rahmen noch mit zu realisieren. Ja, wenn die Menschen schon mal anfangen, so regional zusammenzuarbeiten und den Nachbarn einfach auch wieder kennen, dann ist ja schon mal der erste Schritt getan und dann kann man noch leichter auf diese anderen Schritte kommen. Ich denke, in dem Zusammenhang ist das Wichtigste erstmal, dass die Menschen begreifen, dass es hier um die Eigenverantwortung geht. Weil wenn heute noch vielleicht irgendeiner denkt, unser System wäre in irgendeiner Form an uns irgendwie interessiert, da kann ich nur sagen, nach einem Vortrag in Saarbrücken von jemandem, der da für die Strippenzieher gearbeitet hat, also das sieht schon definitiv ganz anders aus. Und da ist jetzt wirklich, ja, geht es um die Eigenverantwortung. Ja, so ist es. Eigenverantwortung, selber das Vorbild sein, das den einen Schritt einfach voranzugehen. Ja, sei du selbst der Wandel, den du dir wünschst für diese Welt. Das hat ja Gandhi so gesagt und dem ist eigentlich kaum was hinzuzufügen. Ja, einfach machen. Ja. Machen. Jeder soll seinen Schritt vorangehen. Und jeder dort, wo er kann, es ist ja auch jeder in einem anderen Gebiet gut und soll nicht jeder wieder alles selber machen, sondern so ein gewisser Austausch, eine Arbeitsteilung, darauf basiert ja unsere Wirtschaft, unser Wohlstand. Und Arbeitsteilung soll es dann natürlich auch wieder geben. Je größer die Gemeinschaften werden, umso attraktiver wird es dann, weil wieder mehr Arbeitsteilung möglich ist. Ja, wunderbar. Viele spannende Projekte. Vielen Dank. Vielen Dank dir, Marion. Und der Frank 1958 ist der Franz Reutinger. Und ich begrüße mal. Guten Abend. Na, ich höre dich nicht. Jetzt aber. Ja, hallo. Hallo Klaus. Hallo Rico. Ich habe leider die gesamte Sendung nicht gehört, nur die letzte halbe Stunde. Alles schon gehört, alles schon gesagt. Wissensmanufaktur gibt es schon lange, lange, lange. Erste Frage, Rico. Welche Entwicklung seit Start von der Wissensmanufaktur in Richtung Bewusstsein, Richtung Selbstverantwortung? Gibt es in Deutschland, Österreich? Zweite Frage. Ich glaube, Mr. Bob ist ein bisschen pessimistisch unterwegs. Er sagte letztens für Deutschland, ja, das war's. Wie stehst du dazu, Rico? Ja, also wir diskutieren da ja auch oft darüber und das ist auch wichtig, dass wir da die verschiedenen Wege auch in der Wissensmanufaktur anbieten. Also wir haben da unterschiedliche sag mal, Andreas Popp ist wahrscheinlich tatsächlich ein bisschen realistischer als ich. Und er sagt, wenn er sagt, das war's. Und wenn er jetzt sagt, also das System ist nicht mehr zu retten. Ich habe mir halt doch eher noch der mit mehr Hoffnung, sage ich mal. Ne? Und ich sag, ich hoffe einfach und ich habe eben auch meine Gründe, es noch zu versuchen. Ja, ich denke, also wenn wir alle
einen anderen Weg gehen und sagen, wir bereiten uns jetzt drauf vor, wir lassen jetzt den Crash kommen oder wir sichern uns ab, aber ziehen uns raus. Ja, das ist vielleicht schon auch eine vernünftige Lösung, aber manche Leute haben eben auch noch persönliche Gründe, hier zu versuchen, das doch noch irgendwie rumzureisen, auch wenn es ziemlich fast schon aussichtslos aussieht, aber es gab es eben auch schon oft in der Welt. Und ich sehe halt das mal so, wir sollten es einfach versuchen und mit einem guten Schritt vorangehen, auch wenn es hoffnungslos scheint. Also ich meine, schon allein die globale Verblödung, wie die immer weiter voranschreit, ich weiß auch nicht, wie man es so ohne weiteres lösen kann. Aber so ein bereinigendes Gewitter und sagen, wir warten den Crash ab, wir sichern uns ab, lassen es durch, dann muss man natürlich hinterher auch sehen, wie es dann weitergeht. Und wird es denn dann besser? Ich meine, da bin ich mir nicht so sicher. Also ich versuche lieber, diesen Weg eben auch anzubieten, dass wir sagen, also für diejenigen, die das so wollen, sollten wir ja auch Lösungen haben. Ne? Es gibt für die einen die Lösung und für die anderen auch. Und so findet man eben an der Wissensmanufaktur eben beides. So, und die erste Frage, da habe ich ein Wort nicht richtig verstanden und deswegen ist mir die ganze Frage da irgendwie, habe ich den Sinn nicht ganz erschlossen. Vielleicht kannst du die nochmal wiederholen. Ja, ich wollte wissen, aus deiner Sicht von der Bewusstseinsentwicklung, wie es du erlebst, vom Interesse her, von den Umsetzungen im Bereich zum Start der Wissensmanufaktur. Was hat sich aus deiner Sicht geändert? Also ich habe die Frage jetzt immer noch nicht so richtig verstanden. Kannst du die mal bitte noch einmal anders formulieren? Das liegt vielleicht auch am Ton. Also irgendwie kommt es bei mir nicht so richtig an. Auf den Punkt gebracht, wie schaut es mit der Bewusstseinsentwicklung in Richtung dieses Hamsterrads, Ausstieges oder der Bewusstwerdung, in welchem System wir sind, Finanzsystem, aus deiner Sicht aus, Stand heute? Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, geht es darum, wie ich das einschätze, dass die Entwicklung des Bewusstseins, um aus dem Hamsterrad auszusteigen, voranschreitet. Ja, das heißt also... Genau so. Okay. Ich habe das ja zum Teil auch schon vorher mal gesagt. Ich denke schon, dass wir da ein exponentielles Wachstum haben. Also ich beobachte das ja jetzt schon eine ganze Weile. Ich bin ja auch schon wirklich lange dabei in dieser ganzen Aufklärungs- und Arbeitsszene, wenn man es so nennen kann. Ja, ich habe ja damals schon 2002 angefangen mit der Website steuerboykott.org und bin jetzt seit 2010 in der Wissensmanufaktur dabei und wir haben das schon ganz früh beobachtet und wir waren ja auch die Vorreiter, also nicht die einzigen, aber wir waren unter den wenigen Vorreitern auf jeden Fall damals. Und wenn wir damals ein Video ins Internet gestellt haben, zum Beispiel von unseren Vorträgen damals 2011, dann hatten wir irgendwie das Gefühl, das haben praktisch alle gesehen, die sich irgendwie dafür interessieren. Und heute haben wir so von den Aufrufzahlen ungefähr immer noch so viel wie damals, aber es gibt eben Hunderte, Tausende, die das Gleiche machen inzwischen. Und deswegen glaube ich auch, dass diese Entwicklung weitergeht und auch diese Hunderten und Tausenden, da werden dann in wiederum 10 Jahren Hunderttausende oder Millionen. Also diese Entwicklung sehe ich schon und deswegen habe ich ja auch noch die Hoffnung, klar, Andreas wird jetzt wieder sagen, die Hoffnung stirbt als letztes, aber sie stirbt eben, ja. Aber ich habe eben trotzdem noch die Hoffnung, dass wir es damit vielleicht tatsächlich noch rumreisen können. Man sieht immer mehr Dinge, die misslingen. Wenn wir gerade mal, nehmen wir mal so 2014, als diese ganze sogenannte Annexion der Krim war, wo hier schon die Kriegstrommeln gewirbelt worden sind, aber es kam dann eben einfach nicht zu Schlimmerem, weil hier sofort die Friedensbewegung schon auf der Straße war. Vielleicht ist das nicht sicher nicht der einzige Grund, aber
Aber man sieht, es bewegt sich, es kommt immer mehr Dynamik rein. Wir haben natürlich auf der anderen Seite die globale Verblödung, die auch voranschreitet. Also wenn man jetzt, wir haben auf der einen Seite eine stark wachsende Aufklärungsbewegung, ja, die wächst sehr stark und schnell, aber auf der anderen Seite wächst eben auch sehr stark und schnell die globale Verblödung. Also die Menschen werden immer dümmer. Also das merkt man ja heute, wenn man auch so schaut, wenn man sich die Wahlergebnisse anschaut, ja, jetzt gerade wieder bei der Europawahl und wenn man so sieht, wie leicht sich dann wieder andere in bestimmte Richtungen manipulieren und lenken lassen, dann findet ja ein Wettbewerb statt. Und die Frage ist natürlich, wer gewinnt, wer ist schneller? Und deswegen auch wieder mein Wunsch oder eben meine Hoffnung, dass wir da schneller sind, indem wir einfach schauen, dass jeder seinen kleinen Schritt damit beiträgt, auch wieder neue Aufklärungsvideos produziert, auch was macht, Andockstationen. Ja, stellen wir uns mal vor, es gäbe schon in jedem Landkreis so eine nachhaltige Gemeinwohlwirtschaft, der man sich anschließen könnte. Ja, dann hätten wir doch, dann würde ja jeder, der mit dem Gedanken spielt, da nicht im alten System noch weitermachen müssen, sondern könnte sofort sagen, okay, jetzt morgen mache ich da mit. Ne? Und je mehr da drin sind, desto schneller geht's dann. So, hab ja immer schon, ich hoffe, kann das jetzt nochmal wiederholen, das wahrscheinlich kennen es die meisten schon, aber immer wenn ich dieses, ich habe immer gerne dieses Beispiel mit dem Schmetterling. Ja, wenn die Raupe zum Schmetterling wird, bilden sich ja die ersten Schmetterlingszellen, die aber da noch keine Chance haben am Anfang. Aber ab einem gewissen Punkt, also ein Kipppunkt ist dann irgendwann erreicht, dann bilden die Cluster und irgendwann gibt es so viele Cluster, dass jede neue Schmetterlingszelle, bevor sie eben dann vom Immunsystem der Raupe zerstört wird, dass sie sich dann schon anschließen kann. Also irgendwann gibt es diesen Kipppunkt, ab dem geht es dann rasend schnell. Da geht es dann also viel schneller als in der ganzen Zeit davor. Das ist eben auch eine exponentielle Entwicklung. Wie mit einem Seerosenteich. Wenn man jetzt, so eine berühmte Frage, ne, wenn es jetzt 49 Tage gedauert hat, bis ein Seerosenteich halb voll ist und die Seerosenzahl sich eben jeden Tag verdoppelt, ja, also es gab eine Verdoppelung pro Tag und irgendwann nach 49 Tagen war der halbe Teich voll, dann ist eben dann am 50. Tag der ganze Teich voll. Das ist die Macht der Exponentialbewegung und die haben wir hier auch und ich möchte gerne, dass wir die nutzen, dass wir so viele Leute werden, dass dann schlagartig alle da mitmachen wollen und das alte System, ehe es merkt, warum und wer es war und wie es das jetzt kam, steht es leer da, macht keiner mehr mit und die Menschen haben sich neu organisiert, es ist auch keiner böse, ja, es gibt auch gar keine Verlierer, sondern das allen geht's besser, man lebt halt in einem anderen System jetzt glücklicher und das auch die scheinbaren Nutznießer des heutigen Systems, also diese Kapitalsammelbecken, diese oberen ein oder noch weniger Prozent, die das meiste Kapital haben. Also, die mögen ja mehr Kapital haben und aber wenn wir mal das Glück messen würden und auch die Psychopharmaka, die vielleicht in dieser Branche da auch verabreicht werden, da mal noch anschauen, dann werden auch diese Menschen am Schluss zu den Gewinnern zählen, denn die alte Volksweisheit ist ja einfach immer noch, Geld macht nicht glücklich und die schönsten Dinge im Leben, die kann man eben nicht für Geld kaufen. Ja, Rick, danke für die ausführliche Darstellung und es freut mich, dass du sehr hoffnungsvoll und positiv hier die Kraft einsetzt und die Leute hier inspirierst. Alles Gute, danke dir. Danke, ebenfalls. Ja, Rico, wir haben es 22 Uhr und wir kommen jetzt auch zum Schluss. Wir bieten gleich noch einen Nachttalk an. Ich möchte den Roman nochmal zu Worte kommen lassen. Roman, der Abend geht vorbei. Wir haben heute viel gehört, wir beide. Vieles an guten Ansätzen. Und ich denke genauso wie der Rico, ich habe die Hoffnung in mir
Und wie er das mit dem Schmetterling oder den Seerosen erklärt hat, ich denke, dieses merken wir, dass wir in einem Bewusstseinswandel sind und immer mehr Menschen zumindest im Aufwachprozess sind. Roman, der Abend geht wie gesagt vorbei. Wie hast du es empfunden heute? Also vor allem hat mir ganz gut gefallen, dass der Rico auch noch nicht so in die totale, in den totalen Pessimismus verfallen ist. Wenn ich von mir selber sprich, habe ich so Tage, wo ich auch schon glaubt, es ist gar nichts mehr zu retten. Aber trotz alledem, ich bin so ein zweigleisiger Typ. Ich schaue immer wieder, dass es trotzdem weitergeht. Und da hätte ich vielleicht so einen Tipp für die Österreicher, die was ich, für solche Themen, was wir heute besprochen haben, wie man aus dem Hamsterrad rauskommt. Da bietet sich in Österreich die Friedensakademie Linz an. Eine Galionsfigur, zum Beispiel Paul Ettel, ja. Da kann man sie echt sehr wertvoll mit einbringen und endlich dieser wertvolle Mensch zu sein, der sich diese Gesellschaft nicht nur wünscht, sondern einfach wirklich endlich einmal braucht. Es sind so tolle Themen heute besprochen worden, von Nachhaltigkeit, dass wir mehr Zeit miteinander haben sollten, dass wir einfach mehr Wertigkeiten in unseren Produkten wieder erkennen müssen, ja. Die verantwortliche Unabhängigkeit ist heute ein großes Thema gewesen, die was uns erst recht, wenn wir diesen frönen, ja, dann alle anderen Sachen wie Allgemeingut, dass man nicht jeder einen einzelnen Rasenmäher brauchen, sondern gemeinsam nur einen und so Sachen, dass es echt einfache, so einfache Lösungen sind. Umso einfacher die Lösung, umso nachhaltiger und effektiver ist es. Und das hat der Rick uns heute wirklich ganz schön dargelegt. Und es muss nicht jeder in ein Tiny House zwar auswandern, man kann das alles so toll miteinander verknüpfen und dafür danke ich der Wissensmanufaktur, uns schon so viele wertvolle Ratschläge gegeben zu haben. Auch dir, Rico, es liegt nur noch an uns, dass wir eure Ideen einfach endlich umsetzen. Vielen lieben Dank. Ja. Ja, das war ein Danke von Rico. Rico, ich muss mich natürlich an den Worten anschließen. Darf ich nicht, muss nicht. Ich werde mich anschließen, was der Roman gesagt hat von CryptoTV. Ich bedanke mich bei dir. Es ist wieder viel, es sind viele Sachen wieder angesprochen worden, die wirklich uns hinschauen lassen. Es geht immer für mich um Erkenntnis, was kann ich wirklich mitnehmen und die Eigenverantwortlichkeit. Und diesen Punkt, den haben wir, denke ich, heute Abend gut nach außen getragen, Rico. Von Roman noch ganz kurz, lieber Roman, wir machen gleich den Nachtalk, sei so gut und übernehmen mal die Moderation, weil ich noch Musik einspiele, weil Rico nicht so viel Zeit hat und dann werden wir den Rico in den Nachtalk setzen. Rico, dein Abend geht zu Ende. Wie hast du dich denn hier heute wohlgefühlt? Ja, wie immer halt, alles bestens. War ja schon ein paar Mal dabei, ja. Ja, war schön, angenehm, klar. Danke dir. Ja, es ist ja auch nicht jeden Tag ein Rico Albrecht bei uns und ich glaube, wie oft warst du da? 2-3 Mal, glaube ich, gell? Ja, ich denke, das war heute das 3. Mal, oder? Also mindestens das 2. auf jeden Fall. Ja, ich denke auch heute die 3. Sendung und mich hat es auch sehr gefreut. Schön ist, dass du uns die Zeit gewidmet hast und ja, vielleicht hören wir den Rico bei einigen der geplanten 2 Festivals. Noch möchte ich nicht so viel bekannt geben. OKTalk macht wieder 2 Festivals. Eins im, ja, höchstwahrscheinlich im November und eines im nächsten Jahr im Mai. Wir sind gerade in der Koordination und mal schauen, da könnten wir den Rico Albrecht dann auch nochmal live erleben. Rico Albrecht, deine Abschlussworte und dann spielen wir den letzten Song ein. Dankeschön für deine Zeit. Dankeschön, wer ein Danke haben möchte, liebe Zuhörer. Und ja, wie gesagt, morgen geht's weiter ab 17 Uhr im Programm und schaut auf den Sendeplan. Ich habe ja auch schon die Sendeankündigung heute gemacht. Rico, ein paar Worte noch und dann der letzte Song und Dankeschön. Ja, danke auch und es hat mich sehr gefreut. Also wer sich noch für weitere Inhalte interessiert, der findet das, natürlich auf www.wissensmanufaktur.net. Wer mich kontaktieren möchte, der kann das am einfachsten über Facebook. Ansonsten kann man natürlich auch über wissensmanufaktur.net da die Kontaktseite benutzen und dann wird das weitergeleitet und in der Regel antworte ich dann auch. Also ja, dann
würde ich sagen, lasst uns versuchen. Wir haben, also wenn wir es nicht machen, ja, wer macht's dann? Also dann auf geht's und fangen wir an, die Lösungen umzusetzen. Jeder einen Schritt, den er kann, und dann ist schon ganz viel getan. Einen schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal.